Ich sag der Polizei, ich war's. Ich nehme die Schuld auf mich. Und dann kam es ganz anders und so unwahrscheinlich hässlich. Derek W.R. Haysom and his wife Nancy were stabbed to death in their home Monday. Wenn du mich liebst, tust du das. My parents died. Meine Eltern starben, weil Jens und ich voneinander besessen waren. Und er war eifersüchtig auf alles andere in meinem Leben. Dann kam mir diese Idee, die mein Leben zerstört hat. Is Elizabeth Haysom a beautiful and intelligent murderer or the victim of an obsessive relationship with a cold-blooded killer? Wir können warten, bis wir unser Diplom haben und sie dann hinter uns lassen. Oder wir können sie bald beseitigen. Ich halte mein Versprechen an die Frau, die ich liebe, und rette ihr Leben. Das Versprechen. Der Fall Jens Söhring. Radio- und Podcast-Serie von Karin Steinberger und Markus Vetter. Die Nacht. This is Global Tell Me. I have a prepaid call from Jens Söhring, an inmate in Buckingham Correctional Center. Dial zero now. Your call is being connected. Hallo. Hallo, Karin, wie geht's? Mir geht's gut. Und wie geht's dir? Ja, momentan bin ich sehr frustriert und zunehmend hoffnungslos, weil der Antrag auf die Begnadigung, der Pardon Petition, vor mehr als 20 Monaten eingereicht wurde, aber die Behörden hier in Virginia immer noch nicht damit begonnen haben, sich den Antrag anzusehen und eine Ermittlung durchzuführen, ob ich nun eine Begnadigung bekommen soll. Wie war die letzte Nacht? Hast du was geträumt? Ja, ich träume nicht. Ich gehe relativ früh ins Bett. Nach der letzten Zählung, wir werden hier 5 oder 6 Mal am Tag gezählt. Die letzte Zählung ist um 21.30 Uhr. Und dann gehe ich meistens sofort schlafen. Und dann kommt die nächste Zählung ist dann um 5.30 Uhr bis 5.45 Uhr morgens. Und ich versuche immer 8 Stunden durchzuschlafen, denn ich habe gelesen, dass es sehr gut ist für die Gesundheit. und das Stressmanagement und so weiter. Ich habe großes Glück, dass mein gegenwärtiger Zellenmitbewohner, obwohl er ein Ekel ist, nicht schnarcht. Das ist sehr wichtig im Gefängnis, einen Zellenmitbewohner zu finden, der nicht schnarcht. Und also kann ich gut schlafen. Macht das Gefängnis Geräusche in der Nacht? Ja, die Gangmitglieder schreien dann abends herum. Aus keinem erfindlichen Grund, aber das sind eben junge Kerle. Ist schwer für sie. Ich war ja auch mal so ein junger Mann. Allerdings nicht Gangmitglied natürlich, aber es ist, wenn man Teenager ist oder irgendwie in den 20ern, das ist, hat man eben viel Energie und nichts zu tun. Wenn es nichts zu tun gibt, dann schreit man eben oder man prügelt sich oder man macht irgendwas anderes Dummes, einfach aus Langeweile. Mein Name ist Karin Steinberger, ich bin Reporterin auf der Seite 3 der Süddeutschen Zeitung und ich kenne Jens seit 2005. Ich bin Markus Vetter, ich bin Filmemacher und habe die Karin kennengelernt über einen ganz anderen Film und schon damals hat mir Karin immer wieder von diesem Jens Söhring erzählt. Der tauchte immer wieder auf. Einer, der vielleicht unschuldig im Gefängnis sitzt, vielleicht auch nicht. Ja, und ich habe eben Markus immer wieder belabert damit, weil ich meine, ich bin jetzt seit über 10 Jahren, schreibe ich über ihn und kenne ich ihn und habe tausende von Briefen von ihm bekommen, habe ihn in den schlimmsten, furchtbaren Phasen erlebt und dann auch wieder in Phasen, wo er dachte, er ist vielleicht bald ein freier Mann. Und man kriegt dann natürlich schon ganz schön was mit. Also er ist 32 Jahre jetzt gefangen. Wir waren noch nie in so einem Gefängnis und es war schon sehr spooky, als wir da hingefahren sind. Es war übrigens ziemlich kalt und neblig.
Ja, und dann sind wir da rein. Und haben uns durchsuchen lassen, weil es ist ja so, wenn man in ein amerikanisches Gefängnis geht, dagegen ist der Check im Flughafen ein Witz. Und da wird da jeder Stift auseinandergeschraubt. Und wir hatten ja relativ viel Material, das wir mit reingenommen haben. Und wir hatten auch sehr viel Glück, weil das war das letzte Interview, das er überhaupt noch geben durfte. Er hat uns ja selber gesagt, macht so viel wie möglich, weil man weiß ja nie. Klar ist Jens ein bisschen paranoid nach 28 Jahren US-Knast, aber er hatte recht. Kurz danach wurden Interviews mit Kamera in Level 3 Gefängnissen in Virginia gesetzlich untersagt. Also es war definitiv das letzte Interview, das er vor einer Kamera gegeben hat. Und wir hatten zum Glück 4 Stunden, die wirklich intensiv waren. Er kam da so rein in diesem blauen Overall. Auf mich hatte er eine was Würdevolles. Ich mochte ihn. Er hatte einen Humor, er hat auch gelacht. Nur als er dann angefangen hat zu reden, hat er wirklich wie um sein Leben geredet. Es ist ja nicht nur erst seine komplett wahnsinnige Liebesgeschichte. Also die Beziehung zwischen Jens und Elisabeth war, einer hat mal gesagt, ein Folie à deux. Eine wahnwitzige, die klebten aneinander, krankhaft. Dann natürlich auch irgendwann verbunden durch ein ganz, ganz, ganz schreckliches Verbrechen. 2 Menschen, also ihre Eltern, wurden bestialisch ermordet, also wirklich bestialisch. Die wurden beide fast geköpft. Das hat sie natürlich noch mehr aneinander gebunden und sie konnten ja mit niemand anderen reden. Also es war so eine wahnsinnige Liebesbeziehung, was mich von Anfang an dieser Geschichte immer umgehauen hat. Wie überlebt man das? Wie überlebt man 32 Jahre im Gefängnis? Und dann ist es natürlich eine Wahnsinnsgeschichte über das US-Justizsystem. We, the jury, find the defendant guilty of first-degree murder. Wir, die Geschworenen, finden den Angeklagten schuldig in Mordes und fordern deshalb lebenslange Haft. And fixed punishment and imprisonment for life. Beteuern Sie immer noch Ihre Unschuld? Jens, was sagen Sie dazu? Derek W.R. Haysom and his wife Nancy were stabbed to death Derek in their home Monday. Derek W.R. Haysom und seine Frau Nancy wurden am Montag in ihrer Wohnung erstochen. Die Leichen wurden in ihrem Haus in der Holcomb Rock Road gefunden. Haysom ist kanadischer Staatsbürger und ein bekannter Geschäftsmann aus Nova Scotia. No motive at all has been determined. Man weiß noch nichts über ein Motiv. Paul Freifeld, Newset 13. I was an investigator for the sheriff's office. Ich war Ermittler bei der Kriminalpolizei. Chuck Reed. Around 3 o'clock that Wednesday afternoon. Es war ungefähr 15 Uhr Mittwochnachmittag, als der Funkspruch reinkam. Ricky was there Ricky too. War auch da. Wir arbeiteten Rick and I worked side by side, hand in hand. Chuck Reed and I lived this case. Chuck Reed und ich lebten diesen Fall. Ricky Gardner. It's the amount of overkill that was involved and the amount of blood. Das Ausmaß an Gewalt und all das Blut. I'd never seen anything like that. Hatte ich noch nie zuvor gesehen. Stepped inside and like a stepping inside of a slaughterhouse. Ich ging rein und es war, als ginge man in ein Schlachthaus. You know, what gang of people did this? Was für eine Gang hat das gemacht? Mr. Haysom was lying face up. Mr. Haysom lag mit dem Gesicht nach oben, direkt in der Türe. Ich musste über ihn steigen, um in das Esszimmer zu kommen. Überall war getrocknetes Blut. Und auf dem Küchenboden lag Mrs. Haysom tot. Im oberen Stockwerk in Mrs. Haysoms Atelier fanden wir Nacktfotos von Elizabeth, ihrer Tochter. Sie kniete neben ihrem Bett, als würde sie beten. Vor ihr lag ein Shakespeare-Buch. Miss Haysom, you refer to yourself as Lady Macbeth. Yes, sir. Sie bezeichnen sich als Lady Macbeth. Your Shakespeare is certainly much better than mine, but it seems to me that I recall Lady Macbeth encouraged old Macbeth to commit murder. Lady Macbeth ihren Mann ermutigt hat, einen Mord zu begehen. Yes, she did. Als der Mord passiert ist, gab es letztendlich 2 lokale Ermittler. Das war Ricky Gardner und Chuck Reed. Die haben eigentlich zusammengearbeitet. Beide sind damals zum Tatort gegangen. Und als sie dann am Tatort waren, beiden sind diese Fotos in die Hände gefallen, wo man Elisabeth gesehen hat, wahrscheinlich gemacht von der Mutter Fotos, von der Mutter Schwarz-Weiß-Fotos, wie Elisabeth nackt vor ihrem Bett sitzt und Shakespeare liest. Sie haben aber am Ende beide unterschiedliche Schlüsse draus gezogen. Also es gab 2 Ermittler. 2 vollkommen gleichberechtigte Ermittler. Chuck Reed war der Senior-Ermittler, also der hatte schon mehrere Mordfälle davor gemacht. Ricky Gardner, für Ricky Gardner war es der erste Mordfall. Wir betonen das jetzt so, weil die Auseinandersetzung zwischen diesen beiden spielt ja in diesem Fall eine unglaubliche Rolle.
Hey. Hey, Chuck. How y'all doing? Great to see you, man. Good to see you. Chuck Reed bei den neuen Besitzern des Haysom-Hauses. The last time I was in here, it was a mess. Als ich das letzte Mal hier war, war Chaos. Mr. Haysom was here. Mr. Haysom war hier. He was laying right here. Genau hier. Mrs. Haysom was right here. Her head was right here. She was laying right there. And supposedly, Jens supposedly was over here and got up and walked around behind Mr. Haysom. Ging hinter Mr. Haysom und schnitt ihm die Kehle durch. Come across his throat this way. The thing came up, Miss Haysom abusing Elizabeth. Es wurde gesagt, dass Mrs. Haysom Elizabeth missbraucht haben soll. Elizabeth. Wir fanden 5 oder 6 Bilder von Elizabeth. Totally in the nude. Völlig nackt. And supposedly vermutlich hat ihre Mutter sie gemacht. Jens somewhere in He was so possessed over that girl. Jens Söring war so besessen von diesem Mädchen. Him. I think she used him in order to get to her parents. Sie hat den Jungen nur ausgenutzt. Vermutlich, um an ihre Eltern ranzukommen. I call it the way it is, in the way I see it. Then you can decide for yourself. Ich sage es, wie es ist. Ihr könnt selbst entscheiden. Wie geht's? Ich hab mein Leben zerstört. Ich hab die Leben meiner Eltern zerstört. Ich habe so vielen Menschen so viel Unglück gebracht. Ja. Weil ich dachte, dass es sich um Liebe drehte. Aber die Liebe gab es nicht. Also als ich 2005 das erste Mal zu ihm bin, da war noch nie ein deutscher Journalist bei ihm. Und er fühlte sich so vergessen von seinem eigenen Heimatland. Und er redet immer um sein Leben. Und zwar im total wörtlichen Sinne. Darum ging es ja auch. Es ging darum, uns zu überzeugen, dass wir an diesem Film weitermachen. Weil alles, was über ihn entsteht, könnte der Schlüssel sein für ihn, dass sich andere auch für ihn interessieren. Und Jens ist ein noch immer sehr nerdiger Typ. Er ist auch wirklich kompliziert und manchmal sehr, sehr anstrengend, weil er ein Schlaumeier ist. Also er weiß auch im Gefängnis vieles besser, wie es draußen läuft, als er ist einfach so. Und ehrlich gesagt, wahrscheinlich lebt er deswegen noch, weil er so ist. Ich meine, Elizabeth kennen wir hauptsächlich aus diesem ganzen Videomaterial von dem Gerichtsprozess. Aber was jeder sagt und alle sagen, sie ist eine dieser Menschen, die den Raum verändert, wenn er ihn betritt. Sie hat etwas wahnsinnig, ja, ich weiß gar nicht, Unerklärliches. Weiß nicht, wie geht's dir damit, mit ihr? Bist du auch in sie verliebt? Nee, ich war nicht in sie verliebt. Wobei sie faszinierend ist. Ich glaube, gerade im Gerichtsprozess, die beiden hätten nicht entgegengesetzter sein können. Sie hat versucht, wirklich zu manipulieren. Sie hat versucht, mit ihrer Stimme die Geschworenen auf ihre Seite zu ziehen. Und er hat versucht, so neutral wie möglich zu sein. Und das hat ihm am Ende eigentlich das alles eingebrockt. Where did you go to school? Wo gingen Sie zur Schule? I went to Wickham Abbey, in England. Wickham was considered one of the most prestigious schools. Ich ging aufs Wickham Abbey in England. How much contact did you have with your mother and father? They never came to. Wie viel Kontakt hatten Sie zu Ihren Eltern? To my successes. Or failures while I was at school. Sie kamen niemals zu meinen Erfolgen oder Misserfolgen während meiner Schulzeit. They never saw me play a lacrosse match. Sie sahen mich nie Lacrosse spielen. They never saw me perform. Sie sahen mich nie auf der Bühne stehen. I started having some problems. Ich fing an, Probleme in der Schule zu haben. My father adored me. Mein Vater vergötterte mich. He saw me as being perfect. Und er sah mich als perfekt an. I was a reporter with the Richmond Times-Dispatch News. Ich war Reporter bei der Richmond Times-Dispatch. Carlos Santos. When we heard about the Haysom's double murder, als wir vom Doppelmord an den Haysoms hörten, dachten wir, es handle sich um einen normalen Mord. And the story began for me right da there. Fing die Geschichte für mich an, mit dem mysteriösen Mord an zwei sehr prominenten Menschen. It was a big, big story in Virginia. And Elizabeth is, number one, she was a very unconventional beauty. Elizabeth war eine ungewöhnliche Schönheit. She wasn't your standard. Keine gewöhnliche Schönheit. And I think she had a way of speaking. Und ich denke, sie hatte eine Art zu sprechen und einen Charme, der viele Leute anzog. And I don't know exactly what that charm was. It was a bit of, when she walked into a room, richtete man sich auf. Sie schien einfach viel zu wissen. Sie war welterfahren
wortgewandt, sichtlich clever. Ich sagte meinen Eltern, dass ich meinen Hauptfächer wechseln würde. Mein Vater sagte, das sei Unsinn. Ich habe völlig überreagiert. Ich warf alles hin. Ich lief davon. Ich nahm viele Drogen. Welche Art von Drogen konsumierten Sie? Viel LSD und ich nahm viel Heroin. So I think the one, number one thing also, I would take away from it is that kann, for her she was eine schöne und charmante Lügnerin war. I wrote a poem for my mother. She always wanted me to write poems about her to her for her. Sie wollte ständig, dass ich Gedichte über sie schreibe, an sie, für and sie. And I was now falling into this role of again playing the perfect daughter of being social and charming, and I was being taken around and exhibited. Ich fiel nun wieder in diese Rolle, die perfekte Tochter zu spielen. I wanted to find out what was going wrong with my life, and instead I was paraded. Ich wollte herausfinden, was in meinem Leben falsch läuft, und stattdessen wurde ich zur Schau gestellt. They controlled every aspect of what I was doing. Sie kontrollierten alles, was ich tat. Rückblickend weiß ich, dass ich diese Frau nie gekannt habe. Diese Geschichten, die sie mir erzählt hat, waren ja alle unwahr oder größtenteils unwahr. Ich weiß also gar nicht, wer die echte Elizabeth überhaupt war. Hatten Sie beide Pläne, nach Washington zu gehen? Ja, hatten wir. Wie kamen Sie dorthin? Wir mieteten ein Auto. Ich mietete ein Auto. Sie hat genau die Geschichte erzählt, die wir in den frühen Morgenstunden im Marriott Hotel in Georgetown zusammengebaut haben. Dass sie in Washington geblieben sei, während ich nach Bedford fuhr und ihre Eltern umbrachte. Das hat sie erzählt. Was machten Sie, nachdem er ging? Als er weg war, ging ich in die nächste Bar. Ich bestellte ein paar Drinks und kaufte ein paar Gramm Heroin. Dann ging ich zurück zum Hotel. Sie hatten was? Ich hatte einen Trip. Ich war drauf. Wegen der Drogen? Ja, ich schmiss mir LSD ein. Die Tatsache, dass ich meine Mutter so sehr hasste, ich fühlte mich dafür verantwortlich, auch Jens da hineingezogen zu haben. Ihm gewissermaßen erlaubt zu haben, wie ich es heute sehe, meine Eltern umzubringen. Fuhren Sie selbst nach Lynchburg? Nein. Ich habe ihr gesagt, ich sagte der Polizei, ich war's. Ich nehme die Schuld auf mich. An dieser University of Virginia haben wir A Tale of Two Cities von Charles Dickens durchgenommen. Sidney Carton nahm die Schuld auf sich, damit der Charles Darnay mit der Frau, die sie beide liebten, glücklich werden könnte. Das war es, was mir durch den Kopf ging. It is a far, far better thing I do than I have ever done. Ich halte mein Versprechen an die Frau, die ich liebe, und rette ihr Leben. Im Gegensatz zu dem Sidney Carton in A Tale of Two Cities war es ja so, mein Vater war Diplomat. Ich hatte einen Diplomatenpass mit einem diplomatischen Visa. Ich könnte diese ritterliche Geste machen, das Leben meiner Freundin retten, aber selber nicht mit dem Leben zahlen müssen. Was ist jetzt passiert? Also was ist seine Version, was ist ihre Version? Er sagt, sie sagte ihm, er soll ins Kino gehen, falls die Eltern draufkommen, und zwei Karten besorgen. Und er ging in einen Film, hat auf sie gewartet, sie kam nicht, hat dann im Hotel was bestellt, ging in den zweiten Film, sie kam nicht, dann hat er sich gedacht, dann geht er noch in den dritten, er war schon ziemlich sauer. Und dann kam sie spät nachts um 2 Uhr, auch voller Blut, und sagte, Nee, nicht nach ihrer Version, nach seiner Version kam sie auch Version, nicht. Nach seiner Version kam sie ins Hotel und sagte, I killed them, it was the drugs. So, und ohne da Blut. Haben sie in dieser Nacht, nach seiner Version, haben sie dann besprochen, weil er sofort gesagt hat, meine große Liebe wird auf den elektrischen Stuhl schmoren. Wie kann ich sie retten? Ich bin Diplomatensohn. Ich komme nach Deutschland. Jugendstrafrecht, 8 Jahre. Die sind nichts für diese große Liebe. Ihre Version ist,
dass sie, und das erzählt sie später dem Staatsanwalt, dass er zurückgekommen ist, voller Blut gewesen wäre. Sie hätte vor dem Kino gewartet und sie wären dann gemeinsam ins Hotel gegangen. Das ist ihre Version. Ich meine, er ist vorgefahren, eingewickelt in ein Betttuch voller Blut in Georgetown, Washington. Also mitten in der Stadt, holt er sie ab an einer Ecke, irgendwann in der Nacht. Also an dieser Version stimmen ja schon so viele Sachen, wo ich jetzt schon mal nachfragen würde, ja? Wir erwarteten, dass die Polizei in den nächsten Stunden auftauchen würde. Geben Sie den Geschworenen ein Beispiel, wie dieses Gespräch ablief. Zum Beispiel, was war im Haus passiert? Was machte Ihre Mutter? Was passierte dann? Sind die Lichter an, sind die Lichter nicht an? Gehst du hin, klingelst du, wer öffnet die Tür? Ich musste ja irgendwie ein Motiv erfinden, dass die Eltern nicht wollten, dass wir eine Beziehung zueinander haben. Das haben wir von Romeo und Juliet geklaut. Ich mit Charles Dickens und A Tale of Two Cities und dann zusammen mit Romeo und Juliet und dann auch noch Macbeth, ja? Auf dieser Ebene haben wir das besprochen, anlehnend an Shakespeare. Als Jens Samstagnacht nach Washington zurückkam, was sagte er dazu? Ich war in der Rocky Horror Picture Show und ich kam aus der Vorführung und wartete am Straßenrand. Er fuhr vor, er war auf der anderen Straßenseite und ich ging rüber. Als ich die Autotür öffnete, ging das Licht im Auto an. Er trug eine Art weißes Bettlaken und war voller Blut, von Kopf bis Fuß. Miss Hasem, Sie sagten den Ermittlern, dass Sie und Jens Söring eine Abmachung trafen, bevor er Washington verließ, dass Sie ins Kino gehen und je zwei Tickets kaufen würden, um ihm ein Alibi zu verschaffen. Das habe ich wohl gesagt, ja. Aussagen gegenüber der Polizei, in denen Sie eindeutig gelogen haben, nicht wahr? Ich erinnere mich nicht. Where does it stand before I change my story? Ich glaube, ich sagte. Miss Hasem, how are we supposed to know what's true? Woher sollen wir wissen, was wahr ist? Yes, I have some. Sie haben schon so viele Dinge erzählt, oder nicht? Ja, habe ich, Sir. Diese ganze Nacht, das wurde zum Unthema. Es war immer da. Ja, es war also irgendwie, in Englisch gibt es diesen Ausdruck, the elephant in the room. Ja, das war dieses große schwarze Loch in unserem Leben, um das wir so herumtanzen mussten. My dearest Jens, the days do slowly. Die Tage vergehen langsam. Es ist Zeit, alles für die Wahrheit zu riskieren. Du wirst mir das nicht verzeihen. Hass mich, schlag mich, was auch immer. Aber bitte nimm mich in den Arm, wenn wir uns treffen. Versprich mir, Jens, was auch immer jetzt passieren wird, versprich mir nicht zuzulassen, dass ich dein Leben ruiniere. Meines habe ich komplett versaut. Lass mich nicht auch noch deins zerstören. Das ist das erste echte und gute, was ich je getan habe. Ich würde mich umbringen, wenn ich erfahre, dass du dich für mich in Gefahr bringst. Don't do it. Tu es nicht. Ich liebe dich, Elisabeth. Das Versprechen. Der Fall Jens Söring. Radio- und Podcast-Serie von Karin Steinberger und Markus Vetter. Folge 1. Die Nacht. Mit Lilith Stangenberg als Elisabeth Hasem sowie Maja Schöne, Achim Buch, Markus John, Christian Redl, Sebastian Rudolf, Stefan Schad, Thilo Werner. Musik Jens Ole Hürkamp. Technische Realisation Manuel Gloschewski und Sebastian Ohm. Hospitanz Mara May. Regie Iris Drögekamp. Redaktion Ulrike Thoma. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks mit dem Südwestrundfunk 2018. Ich sag der Polizei, ich war's. Ich nehme die Schuld auf mich.
Und dann kam es ganz anders, also unwahrscheinlich hässlich. Derek W.R. Haysom and his wife Nancy were stabbed to death in their home Monday. Wenn du mich liebst, tust du das. My parents died. Meine Eltern starben, weil Jens und ich voneinander besessen waren. Und er war eifersüchtig auf alles andere in meinem Leben. Dann kam mir diese Idee, die mein Leben zerstört hat. Is Elizabeth Haysom a beautiful and intelligent murderer or the victim of an obsessive relationship with a cold-blooded killer? Wir können warten, bis wir unser Diplom haben und sie dann hinter uns lassen. Oder wir können sie bald beseitigen. Ich halte mein Versprechen an die Frau, die ich liebe, und rette ihr Leben. Das Versprechen. Der Fall Jens Söhring. Radio- und Podcast-Serie von Karin Steinberger und Markus Vetter. Liebende. This is Global Tell Me. I have a prepaid call from Jens Söhring, an inmate in Buckingham Correctional Center. Dial zero. Hallo? Hallo, Jens, hörst du mich? Bitte? Sag mal, was du anhast. Nochmal bitte. Ich kann dich kaum hören. Ist es so laut gerade? Ja. Sag mal, was du anhast. Was ich anhabe? Ich habe braune Gefängnisstiefel. Das sind die gleichen Stiefel, die ich bekommen habe, als ich angekommen bin in diesem Gefängnis. Dann gibt's Blue Jeans, aber das sind Knast-Jeans. Die haben also hinten drin ein riesiges Gummiband. Ein bisschen so wie Erwachsenenwindel. Und ein weißes T-Shirt. Hier in Virginia ist es jetzt, fängt der Sommer so langsam an. Heute soll der erste richtig brutal heiße Tag sein. Zwischen 90 und 95 Grad Fahrenheit. Ich weiß nicht, was das ist in Celsius. Vor etwa 3 Wochen. Weißt du, was ein Skunk ist? Nicht wirklich. So ein schwarz-weißes Tier, etwa so groß wie eine Katze, was so übel riechende... Stinktier heißen die. Stinktier, ja. Also vor 3 oder 4 Wochen ist ein Stinktier irgendwie durch den Zaun durchgekommen, ist zwischen die Zäune gekommen, am Sportplatz. Und das war also, das Stinktier konnte man also ganz von nah beobachten. Das war ein ganz großes Ereignis. Das haben sich ganz viele Leute angesehen. Und wir haben das hat zu sehr viel Aufregung geführt, dass wir alle mal ein Stinktier sehen konnten, aus ganz großer Nähe. Hat euch das irgendwie zusammengebracht, euch Gefangene? Ach Gottes Willen, nein. Gibt es überhaupt sowas wie Gemeinschaft? Wenn man verschiedene, es gibt kein Zusammen. Es gibt gegenseitigen Schutz innerhalb der eigenen Gruppe. Die verschiedenen Gruppen sind im ständigen Krieg miteinander. Ich bin Karin Steinberger, Reporterin der Seite 3 der Süddeutschen Zeitung und habe mit dem Filmemacher Markus Vetter zusammen den Film The Promise gemacht und wir machen jetzt auch zusammen diesen Podcast. Und jetzt wollte ich noch mal ein bisschen über die Liebe sprechen, um die sich ja alles dreht und die der Ausgang war für diesen schrecklichen Doppelmord. Die Liebe zwischen Elizabeth und Jens. Und was mir da immer einfällt, ist irgendwie, diese Frau ist ja sehr schön und Jens ist ja irgendwie eher so nerdig. Also er ist jetzt nicht so der klassische Mann, den die schönste Frau in der Uni erwählt, oder? Also ich glaube, sie war ein paar Schuhgrößen zu groß für ihn. Ja. Und das hat das ganze Dilemma ausgelöst, weil er hat versucht, auf Augenhöhe mit ihr zu kommen. Und ich glaube, dass er sie auch retten wollte. Er hatte so einen Rettungsinstinkt. Aber was wollte sie von ihm? Das habe ich nie verstanden. Was wollte Elizabeth von Jens? Sie sagte ja irgendwie im Prozess immer, dass sie, wir waren voneinander besessen und deswegen mussten meine Eltern. Ich glaube, nimmst du ihr diese Liebe ab? Ich nehme sie ja ab, ja. Aber wenn man ihr böse wollte, dann könnte man sagen, sie hat das alles geplant und hat ihn sich als Opferlamm ausgesucht. Ich nehme ihr diese Liebe ab, weil ich glaube, dass ihre vielen One-Night-Stands, die sie hatte,
die hatten nichts von dieser Tiefe, die Jens eben mitgebracht hat. Ich glaube schon, dass er hat sie verstanden, auch in ihrem ganzen Problem mit ihren Eltern und dieser Spießigkeit, in der sie sich beide bewegt haben. Aber da sagt er doch vor Gericht, dass er sie nicht verstanden hat. Vielleicht hat sie ihn irgendwie gebraucht in diesem Moment, für was ganz anderes, nicht für die Liebe. What is your first recollection of Jens? Was ist Ihre erste Erinnerung an Jens? Ich traf ihn an meinem allerersten Tag dort. Es war ein Grillabend für die Stipendiaten. Ich wurde ihm vorgestellt. Mein erster Gedanke war, dass er sehr unhöflich, sehr feindselig und sehr aggressiv war. Aber er war auch genial. Am 25. August 1984 habe ich die Elizabeth Haysom kennengelernt. Da war ich 18 Jahre alt, ich war gerade 18 geworden und war zum ersten Mal in meinem Leben von zu Hause weg, ging da zur University of Virginia und da gab es so eine Versammlung und ich kannte die Zimmermitbewohnerin von Elizabeth Haysom. Jens was very bright. Jens war sehr intelligent. Rich Zorn, ehemaliger stellvertretender Generalstaatsanwalt und ein Freund der Familie Söhring. He was a Jefferson Scholar and an Eccles Scholar. Er war ein Jefferson- und Eccles-Stipendiat. Dass eine einzelne Person beide Stipendien auf einmal erhält, ist mehr als selten. She too was academically auch sie war eine akademisch überaus begabte Person. And, it was the und es schien, als ob ihr ähnlich hoher IQ sie zusammenbrachte. To bring them together, at least initially. He was introduced to me as Jefferson Scholar and as a German. Er wurde mir vorgestellt als ein Jefferson-Stipendiat und als ein Deutscher. Und das gefiel mir. Elizabeth war 2,5 Jahre älter als ich. Wenn man 18 ist, ist das ein großer Altersunterschied. Und die war also sehr welterfahren und verdammt sexy. sie war eine Ausländerin wie ich. Sie hatte einen kanadischen Pass, aber war in England und in Europa aufgewachsen. Elizabeth war heiß begehrt in dem Studentenwohnheim, weil die eben so eine wilde Vergangenheit hatte. Die war von zu Hause weggelaufen, hatte wirklich viel erfahren, redete auch viel darüber, war so sehr charismatisch und eben verdammt gut aussehend. Eine ganze Menge Junge waren in sie verliebt und eben auch ein paar Mädchen, denn sie gab sich so als Lesbierin aus. Und in den kommenden Monaten haben wir uns ein bisschen angefreundet und sie hat mir also viel von ihrer Vergangenheit erzählt. Auch viele Geschichten von Erfolgen, die sie gehabt hatte, ja, im Leben. Haben Sie das geschrieben, bevor Sie weggingen? Ja, es ist ein Brief in Form eines Tagebuchs. Schreiben ist meine Art, mich auszudrücken. Ich öffne mein Herz auf dem Papier. Sie behauptete, sie sei Schriftstellerin. Und ganz besonders ausgewählte ihrer Freunde, darunter auch ich, wir durften die Kapitel für sie tippen. Das war so praktisch eine Ehre, ja. Nicht nur für mich, auch noch für die ganzen anderen, die also in sie verliebt waren, aber sie nicht hatten, denn nur ich hatte sie. Das war I shared everything with him. And ich teilte alles mit ihm. I shared this with him. Und ich teilte auch das mit ihm. My dearest Jens, a day of rain. Mein liebster Jens, ein Tag verregneter Einsamkeit. Heute Morgen baute ich meinem Vater einen Tisch für seinen Computer. Ich habe nicht geraucht. Meine Eltern begannen zu trinken. Ich glaube, ich versuchte ihm zu sagen, dass ich unglücklich war. Ich möchte bei dir sein, um dich, in dir, durch dich, für immer an dich gebunden. Bitte, mein Liebling Jens, ich liebe und vermisse dich. Elizabeth. Also ich habe mir mal ganz am Anfang alle Liebesbriefe bis nach London und bis ins Gefängnis hinein durchgelesen. Und das war schon spektakulär in so einer Nacht. Es war eine Folie à deux und das kommt aus den Briefen auch raus, wie sie dann geflohen sind. Und dann plötzlich kamen sie, also wurden sie verhaftet in London. Und auch dann funktionierte diese Liebe noch 2-3 Monate, bis sie dann kollabiert ist. Ja, bis sie gegeneinander wirklich standen, ne? Weil dann jeder plötzlich seinen eigenen Arsch gerettet hat. Und ich hatte noch niemals jemanden getroffen, der wirklich gelitten hatte. Das gab es in meiner Welt gar nicht. Ende November war es dann so weit, dass
ich ihr dann meine Liebe erklärte, in einem kleinen Imbiss an der University. Und daraufhin sagte sie mir also, sie sei schon seit Monaten in mich verliebt. Und jetzt hätte ich also endlich den Mut gehabt, mich an sie zu wenden. Die große Liebe fängt an. Dann habe ich 3 Monate mit ihr gehabt, bevor sie dann an einem Wochenende Ende März ihre Eltern umgebracht hat. This crime was horrific. It was either somebody who was psychologically deeply angry. Das Verbrechen war schrecklich. Es war entweder jemand, der schwere psychische Aggressionen hatte und oder auf Drogen war. Und Jens hat nie Drogen genommen. Er hat nicht mal Alkohol getrunken. Gail Marshall, ehemalige stellvertretende Staatsanwältin von Virginia und Anwältin von Jens Söring. I was in the Attorney General's office for 8 years. Ich war in der Generalstaatsanwaltschaft über 8 Jahre. Ein befreundeter Kollege war ein Freund von Jens' Vater Klaus. Und er sagte, ich habe einen interessanten Fall. Ich würde dich bitten, diesem jungen Mann zu helfen, der einen sehr unfairen Prozess hatte. Ich habe mir alles an diesem Fall genau angesehen. Und ich sagte, dieser Mann ist unschuldig. Wir haben den Falschen. Dieser Mann hat das nicht getan. I hated my love for you for a long time. I had always believed that I made men fall in love with me so that I could screw them physically and emotionally and take out all the hatred I felt for them. I would make a man humiliate himself and in the end I would give him the best fuck he's ever likely to get and then walk out. Ich hasste mich wegen meiner Liebe zu dir. Ich glaubte immer, dass ich Männern den Kopf verdrehen könnte, um sie körperlich und seelisch fertig zu machen und meinen Hass rauszulassen, den ich für sie empfand. Ich würde einen Mann sich selbst erniedrigen lassen und am Ende würde ich ihm den besten Fick besorgen, den er jemals kriegen wird, und gehen. Das machten sie mit Jens. Nein, ich glaube nicht, dass ich das mit Jens gemacht habe. No, I don't think that that's what I did to Jens. Also ich hatte immer wieder Kontakt mit Elizabeth und sie hatten dann auch gesagt, dass sie gerne mit mir sprechen würde, mit Lie-Detektor, Lügendetektor. Und ich sagte, ich habe da kein Problem, kann sie gerne machen. Und dann schrieb sie mir diesen Brief hier. Liebe Frau Steinberger, ich weiß, mein Deutsch ist wirklich sehr schlecht. Also sie hat ihn sogar auf Deutsch geschrieben. Das war 19. August 2013. Nee, das war schon früher, das war vor dem Dreh. Das den habe ich noch nie gelesen. Nein, das habe ich auch nicht bekommen. Dann kannst du sie jetzt mal zum ersten Mal uns vorlesen. Nee, da ist er zu lang. Also. Aber lies doch mal ein bisschen aus dem Brief vor, das würde mich schon interessieren. Liebe Frau Steinberger, ich weiß, mein Deutsch ist wirklich schlecht, sehr. Ich habe gehofft, würde Ihnen rechtzeitig Bescheid sagen, dass ich nicht interviewen kann. Es tut mir wirklich leid, wenn es scheint, dass ich mit Ihnen unehrlich gewesen bin. Aber kann ich nicht mehr. Larry, this is Carlos Santos, with the Carlos Santos von der Flubana Review. Ich versuche Elizabeth Hazen zu interviewen. Ich freue mich auf Ihren Rückruf. Sie wäre natürlich die Titelgeschichte. I'd love to talk to her. Ich würde so gerne mit ihr sprechen. Das Motiv ergab nie einen Sinn. Wenn du deine Theorie aufstellst, dann siehst du alles im Licht dieser Theorie. And so something like what Elizabeth und hierzu passt, was Elizabeth gesagt hat. We both belong here. She didn't say he belonged in prison. He said we both. She said we both belong. Wir gehören beide hierher. Sie sagte nicht, er gehört ins Gefängnis. Sie sagte, wir gehören beide hierher. Da steckt ein bisschen Wahrheit drin. There's a ring of truth to that. Irgendwie hoffte ich dann immer noch so ein bisschen, dass sie dann doch irgendwie die Wahrheit sagen würde. Hat sie aber nicht. Hat sie nie getan. He was angry on my parents. Er war sauer auf meine Eltern, dass sie mich nicht genug finanziell unterstützten, obwohl sie doch so unfassbar reich waren, was nicht stimmte. Er wollte runter zu meinen Eltern fahren und die Sache mit ihnen regeln. Was sagt er? Ich könnte sie umbringen. Sollten Sie zu irgendeinem Zeitpunkt eine Pause brauchen, lassen Sie es mich wissen. Und wir machen eine Pause.
Elizabeth is beautiful. Elizabeth ist wunderschön. She's a beautiful girl. Sie ist ein wunderschönes Mädchen. Nada Sweeney, Frau von Richter William Sweeney. Miss Hason, bevor Mr. Söhring Washington verließ, gaben Sie ihm da Informationen bezüglich der Lage von Louis Chippings und wie man dorthin kommt? Yes, I did, sir. Ja, Sir. He's very well dressed. Er ist sehr gut angezogen. And we'll always remember him und wir werden by his ihn immer wegen large seiner großen glasses. Brillengläser in Erinnerung behalten. Everybody was watching. Jeder verfolgte night den Prozess. Tag und up until Nacht. Then, bis dahin waren Fernsehkameras im Gerichtssaal nicht erlaubt. And und dieser Kameramann stand an diesem Platz all die Stunden und schaute durch diese Kamera. Das war ein Anblick. Man hatte ein Recht zu erfahren, was in unseren Gerichten passierte. Denn bis zu diesem Zeitpunkt waren die Gerichte, die ja die ernsthaftesten Fälle klären, ein großes Mysterium für die Öffentlichkeit. There were rumors es gab that Gerüchte, Ich glaube einfach nicht, dass wir über Gerüchte reden sollten. Ehrlich, das bringt uns nicht weiter. I don't think that adds anything to it. None of them were true. Nichts davon war wahr. Alle möglichen Gerüchte. Das würde andere Leute reinziehen. Und ich finde, wir sollten da nicht drüber reden. Sie kam aus der Astor-Family und sie waren reich, sie waren schön, sie waren bekannt und die Tochter war noch schöner. Und diese zwei waren natürlich ein sowas von seltsames Paar. Und dann hatten sie diesen Deutschen. Jens Söhring was mad. Jens Söhring war verrückt. Ricky Gardner, Ermittler des Bedford County Sheriff's Department. He hated the Hastings. Er hasste die Hastings. He says that he went there trying to reason with them. Er sagte, dass er dorthin fuhr, um mit ihnen zu sprechen. Hoffentlich könnte er alles mit ihnen regeln und sie überzeugen, ihm und Elizabeth zu erlauben, eine gemeinsame Zukunft zu haben. At the bottom of page 6, is that where, did you refer to that, please? Unten auf Seite 6 dieses Briefes, könnten Sie das vorlesen? Dear Liz, I love you. Je t'aime. Ich liebe dich. How you feel about a couple of drinks back at my place? Was hältst du von ein paar Drinks bei mir? Ich habe diesen neuen Jacuzzi. Wild Baby. Wild. It's me again. The Jens. Ich liege in meinem Bett, 22 Minuten nach Mitternacht. Überall tanzen Geister. Were I to meet your parents, I have the ultimate weapon. Strange things are happening within me. Würde ich deine Eltern treffen, hätte ich die ultimative Waffe. Seltsame Dinge geschehen in mir. Ich werde mehr und mehr zu einer Art Jesus. Liebe ist eine Form der Meditation und die ultimative Waffe gegen deine Eltern. Mein Gott, wie ich die Abendessenszene durchgeplant habe. Bis dahin liebe ich dich so sehr, wie ich es gerade kann. Dein Jens. Erkennen Sie das als Ihre Korrespondenz, die in einer Wohnung in England sichergestellt wurde? Im April 1986. Liebe ist eine Form der Meditation und die ultimative Waffe gegen ihre Eltern. What it says right here is love is a form of meditation and the ultimate quote unquote weapon against your parents. All right, so love. Our love, Liebe, unsere Liebe, Elizabeths Liebe für mich und meine für sie, sollte die in Anführungsstrichen Waffe gegen ihre Eltern sein. Mein Liebling, lies diese Seite ein einziges Mal, dann vernichte sie. Vollständig und unverzüglich. Was die haben, reicht nicht aus. In Deutschland ist das unzulässig. Selbst wenn das Schlimmste passiert, reden wir nur von 3 oder 4 Jahren. Aber nochmals, es wird sicher nicht passieren. Ich liebe dich über alles und will dich niemals verlassen. Ich möchte dich in einem wunderschönen Stück zurückbekommen. In Liebe, Jens. Das Versprechen. Der Fall Jens Söhring. Radio- und Podcast-Serie von Karin Steinberger und Markus Vetter. Folge 2. Liebende. Mit Lilith Stangenberg als Elizabeth Hasem und Julian Greis als Jens Söhring. Sowie Mira Patike, Maja Schöne, Achim Buch, Gerhard Garbers, Sebastian Rudolph, Stefan Schad,
Wolf-Dietrich Sprenger, Thilo Werner. Musik: Jens-Ole Hürkamp. Technische Realisation: Manuel Gloschewski und Sebastian Ohm. Hospitanz: Mara May. Regie: Iris Drögekamp. Redaktion: Ulrike Thoma. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks mit dem Südwestrundfunk 2018. Ich sag der Polizei, ich war's. Ich nehme die Schuld auf mich. Und dann kam es ganz anders, also unwahrscheinlich hässlich. Derek W.R. Haysom and his wife Nancy were stabbed to death in their home Monday. Wenn du mich liebst, tust du das. Meine Eltern starben, weil Jens und ich voneinander besessen waren. Und er war eifersüchtig auf alles andere in meinem Leben. Dann kam mir diese Idee, die mein Leben zerstört hat. Is Elizabeth Haysom a beautiful and intelligent murderer or the victim of an obsessive relationship with a cold-blooded killer? Wir können warten, bis wir unser Diplom haben und sie dann hinter uns lassen. Oder wir können sie bald beseitigen. Ich halte mein Versprechen an die Frau, die ich liebe, und rette ihr Leben. Das Versprechen. Der Fall Jens Söring. Radio- und Podcast-Serie von Karin Steinberger und Markus Vetter. Elternmord. This is Global Tell Me. I have a prepaid call from Jens Söring. Hi Jens, hier ist die Karin. Ist ja ganz schön laut bei dir. Ja, es wird gerade ein Klo repariert, direkt neben dem Telefon. Das Gefängnis wurde Anfang der 80er Jahre gebaut und es zerfällt langsam. Aber Klos werden immer noch repariert. Wie schaut denn dein Zimmer aus? Was hat denn das für eine Farbe? Alles grau. Wie alles andere, es dreht sich darum, was kann man billig bekommen. Hier in Virginia, denke ich, kommt das Grau vom Militär. Die haben ja sehr viele Militärbasen hier in Virginia und Werften und so weiter. Und da wird also sehr viel graue Farbe hergestellt für all die Militäreinrichtungen. Und da gibt es wohl billig graue Farbe zu kaufen. Die Zelle ist etwa 2,5 Meter breit und etwa 3,5 Meter lang, also winzig klein. Da steht ein Doppelbett drin, ein Klo und ein Schrank und ein Stuhl. Und damit ist das Ding voll. Man kann sich nicht bewegen. Ein Waschbecken ist auch noch drin. Man kann sich nicht bewegen. Es wäre eine kleine Zelle gewesen für einen Mann, aber sie haben eben zwei Mann reingesteckt. Mein Zellenmitbewohner ist Anfang 60, der ist Asperger's Syndrom, das ist also eine Art Autismus. Der hat also Kommunikationsschwierigkeiten und weil er Anfang 60 ist, hat er auch noch Alzheimer's entwickelt. Und obendrauf bekommt er jeden Morgen Medikamente für seine schweren Depressionen. Das ist also auch gar nicht so ungewöhnlich hier in den Vereinigten Staaten. Den offiziellen Statistiken zufolge sind ein Viertel der Gefängnisinsassen geisteskrank oder geistesbehindert. Mein Zellenmitbewohner ist beides. Deine Familie ist relativ kaputt, oder? Ja, kann man wohl sagen. Ich habe keinen Kontakt zu meiner Familie gehabt seit 17 Jahren. Wobei ich sagen muss, die ersten 16 Jahre haben die mich wirklich vorbildlich unterstützt. Die ersten 16 Jahre waren vorbildlich, aber dann gab es einen Bruch mit meinem Vater und meinem Bruder. Jetzt habe ich seit 16, 17 Jahren keinen Kontakt mehr zu denen. Mein Name ist Karin Steinberger, ich bin Reporterin der Seite 3 der Süddeutschen Zeitung und ich mache hier zusammen mit Markus Vetter, dem Filmemacher, den Podcast für den NDR und SWR. Die ganze Geschichte hat ja
die Familie Söring komplett kaputt gemacht. Also sein Vater und sein Bruder, sein kleinerer Bruder, waren jeden Tag in seinem Prozess, als er 1990 in die USA ausgeliefert wurde. Und man sieht dem Vater richtig an, der hat Augenringe, also man sieht ihn an, wie es ihm geht und wie sie da kämpfen. Die Mutter war nicht da, weil sie sehr krank war. Und mittlerweile besteht kein Kontakt mehr zur Familie. Also Jens hat keinen Kontakt mehr zu seinem Bruder, der mehr oder weniger verleugnet, dass er einen Bruder hat. Und er hat keinen Kontakt mehr zu seinem Vater, der mittlerweile auch sehr krank ist, eine andere Frau hat und nichts mehr mit ihm zu tun hat. Also das Ganze ist ein Familienstreit, der Jahre später ausbrach, aber jetzt auch, glaube ich, nicht mehr zu kitten ist. Also wir haben es probiert. Ich habe dem Vater auch den Film geschickt. Aber er hat gesagt, er kann ihn sich nicht anschauen. Er schafft es nicht. Er hat ihn sich 10 Minuten angeschaut und hat dann aufgehört. Nee, ich glaube nicht mal. Er hatte 1 Minute oder so. Er hat gesagt, er schafft es nicht. Geht nicht. Diese Familie ist kaputt. Die Haysom-Familie ist genauso kaputt. Klar, erstens sind die Eltern ermordet worden. Und wie auch immer es gelaufen ist, dass Elizabeth wollte, dass ihre Eltern sterben, ist sehr unbestritten. Das hat sie auch sehr, sehr oft geschrieben in ihren Briefen und auch vor Gericht gesagt. Also sie wollte diese Eltern nicht mehr haben. Ihre Brüder haben vor Gericht ausgesagt, dass sie glauben, ihre Schwester lügt. Und nach dem Urteil haben sie auch gesagt, sie könnten auch mit einer Todesstrafe leben und würden sie nochmal küssen und umarmen und dann zum elektrischen Stuhl führen. Das, was Jens nicht gekonnt hätte, hätten sich die Halbbrüder durchaus vorstellen können. Auf jeden Fall ist die Haysom-Familie auch kaputt. I was working at that weekend in which Jens' father called me. Ich arbeitete an dem Wochenende, als mich Jens' Vater anrief. Rich Zorn, ehemaliger stellvertretender Generalstaatsanwalt und ein Freund der Familie Söring. Jens ist im selben Alter wie mein mittleres Kind. Die Jungs waren 11 oder 12. Jens Vater war ein hoher Regierungsbeamter im deutschen Konsulat in Atlanta. Er sagte, ich habe ein Problem. Würdest du mich vom Flughafen abholen? Ich sagte, natürlich würde ich. Es war ein awful day. Es war ein schrecklicher Tag. We traveled to the University of Virginia from here, which is Wir fuhren zur University of Virginia und auf dem Weg dorthin erzählte er mir, was passiert war. We got to the University of Virginia and on the Jens way hatte die University of Virginia verlassen und ich sah Klaus zusammenbrechen. Er war völlig aufgelöst. Denn erst da realisierte er, wie schrecklich ernst die Lage war. Because at that point he realized how terribly serious this was. Da war ich plötzlich auf Flucht international und musste irgendwo Geld herbekommen. Typisch Elizabeth, die wollte natürlich Drogendeals machen. Und in Thailand, sowas Verrücktes. Also das habe ich ihr also ausreden können. Elizabeth hatte einen kanadischen Pass und einen kanadischen Führerschein. Und die haben wir also nachdrucken lassen. Da konnten wir also jeden Namen, den wir wollten, reintippen, Foto drauf. Stempel haben wir uns auch machen lassen. Und sind nach England geflogen und haben massenweise Schecks ausgegeben, die nicht gedeckt waren. Das war einfach leichter, als mich mit dem tatsächlichen Problem zu befassen, nämlich, dass meine Freundin eine Mörderin ist und dass mein Leben vollkommen kaputt ist. Dear Mom, Dad and Kai, I'm writing you to tell you that I sincerely love you. Ich schreibe euch, um euch zu sagen, dass ich euch aufrichtig liebe und dass der Kummer, den ich euch vermutlich bereite, auch mir großes Leid zufügt. Wie ihr wisst, war ich in der Schule nie glücklich. Es gibt einen grundsätzlichen Unterschied zwischen mir und nahezu allen anderen hier. Seine Mutter war gebrochen. Man muss sich das wie Glas vorstellen, das zerspringt. Ich liebe euch und werde mich melden, wenn auch vermutlich nicht bald. Die Autoschlüssel sind in der braunen Arbeitsmappe in Liz' Schlafzimmer. Jens sagte, dass es seinem Vater bald klar werden würde, warum sie die University of Virginia verlassen hätten. Möglicherweise werden die Beamten Reed und Gardner mein Verschwinden mit dem Tod von Liz' Eltern in Verbindung bringen. Für sie ist dieser Brief in Englisch. Sie haben einen voyeuristischen Zwang, die persönliche Post anderer Leute zu lesen. Ich kann euch fast sicher versichern, dass ich nicht getan habe, was sie denken. Und Kai, nimm den Scirocco und beide Konten und such dir ein gutes College. And for Christ's sake, don't become a dentist.
His father's a broken man. His mother's dead. His brother has essentially divorced him. He has nothing left. Sein Vater ist ein gebrochener Mann. Seine Mutter ist tot. Sein Bruder hat ihn praktisch verstoßen. Er hat nichts mehr. Das, was in den folgenden Monaten so schwer wurde, dass wir nichts sagen durften und uns dann praktisch zum Selbstschutz von allen anderen Menschen abkapselten und nur noch miteinander zu tun hatten, einfach weil dieses Geheimnis so praktisch so über uns schwebte. Wir haben es noch nicht mal genannt. Wir hatten da so einen Ausdruck für, ja, our little nasty, unsere kleine Ekligkeit. Wir konnten uns nicht voneinander trennen. According to Scotland Yard, they questioned the 23-year-old Haysom girl and 19-year-old Jan wurden heute die 23-jährige Haysom und der 19-jährige Jens Söring in der Richmond-Polizeistation in Südwest-London verhört. Die beiden wurden wegen Betrugs in Höhe von $6,000 durch ungedeckte Schecks verhaftet. Sie könnten außerdem in Drogenhandel verwickelt sein. Das erste Mal in meinem Leben, wo ich Handschellen getragen habe, da haben die also die Briefe gefunden. Aus irgendwelchen unerklärbaren Gründen haben wir unsere Liebesbriefe aufbewahrt. Da haben wir über Sachen gesprochen, die hörten sich nicht richtig an. Als ob da was passiert sei in Virginia, möglicherweise irgendein anderes Verbrechen. May the 25th of 1986, am 25. Mai 1986 bekam ich einen Anruf von einem Kriminalbeamten aus London. Und er fragte mich, ob ich an Jens oder Elizabeth Haysom interessiert sei. And I said, sure I do. Und ich sagte, natürlich bin ich das. Second question he asked me was, die zweite Frage war, said, are her parents dead? Sind ihre Eltern tot? And I said, yes, they are. Ja, sind sie. And he said, well, let me ask you. He said, were they murdered? Er sagte, darf ich fragen, wurden sie ermordet? Yes. And he said, well, perhaps you might want to fly over to London. Er sagte, vielleicht wollen sie nach London kommen. Ich glaube, wir haben die Mörder hier in Gewahrsam und sie möchten vielleicht mit ihnen reden. And I'm not believing this is happening. I said, you stay right where you are, and I said, I'll call you back. Ich konnte einfach nicht glauben, dass das gerade passiert. Ich sagte, bleiben Sie, wo Sie sind. Ich rufe in einer Stunde zurück. Gehen Sie nicht weg. Ich rufe zurück. So, the next couple days, we interviewed Jens and Elizabeth four, five times. In den nächsten Tagen verhörten wir Jens und Elizabeth 4-5 Mal. Sagen Sie mir die Wahrheit, Elizabeth. Sie wussten an diesem Morgen, dass er auf Konfrontation mit Ihren Eltern gehen würde. Das wusste ich nicht. Und dass Ihre Eltern vermutlich sterben würden aufgrund dieser Begegnung. Sie wussten, dass er es tun würde, oder? Wussten Sie es? Ich habe es selbst getan. Erzählen Sie, Karl. Sagen Sie mir die Wahrheit und schauen Sie mich an. Sie wussten, dass es passieren würde und Sie bauten ein Alibi, während er das Verbrechen beging. Da habe ich einfach dem Ricky Gardner gesagt, dass ich es war. Ich dachte, ich sei ein Held. Ich dachte, ich sei ein ganz toller Kerl und rette ihr Leben. Der Chuck Reed hat was Schönes dazu gesagt. Er hat gestanden, sie hat gestanden. Leider ist mir er viel mehr ins Detail gegangen. Und als dann der Interviewende sagte, ach, ich meine, sie hat gestanden, I did it myself. Und dann tut er das ab, das war einer der englischen Verhörer, und sagt, ach komm, machen Sie jetzt keinen Schmarrn und erzählen Sie mal lieber weiter. Ja, was, also, es ist einfach schwierig. Vor der Haustür lag eine relativ frische Merit-Zigarette, sie rauchte Merit. Die Fußabdrücke passten zu ihrer Schuhgröße, nicht zu Jens Sörings Schuhgröße, das hat dann leider vor Gericht niemand mehr so gesagt. Aber es ist so, die Fakten sind halt so. Wie passt das? Ich meine, natürlich hat er Schuld auf sich geladen. Aber nur weil jemand Schuld auf sich geladen hat, muss ja auch noch die Strafe oder die Buße oder wie man das auch immer nennt, muss ja im Verhältnis stehen. Und ich glaube, hier steht nichts im Verhältnis. Ms. Haysom, in the pre-sentence report, you make some statement that you had a full-blown sexual relationship with your mother at one point. Ms. Haysom, in dem Gerichtsgutachten sagen Sie aus, Sie hätten eine ausgeprägte sexuelle Beziehung mit Ihrer Mutter gehabt, richtig? Could you answer that, please? You did state you had a full-blown sexual. Sagten Sie, dass Sie eine ausgeprägte sexuelle Beziehung mit Ihrer Mutter gehabt hätten? I didn't put it that way, no, sir. Nein, so habe ich das nicht gesagt, Sir. My mother isn't here. Meine Mutter ist nicht hier. Exactly. And it's not something. Das ist nichts, was ich in aller Öffentlichkeit besprechen möchte. Your mother's been butchered? Yes, she has. Miss Haysom, Ihre Mutter wurde abgeschlachtet.
Ja, wurde sie. You called her a liar and an alcoholic. Sie nannten sie eine Lügnerin und Alkoholikerin. Was she a sexual abuser? Ich nannte sie nie eine Alkoholikerin. Did she sexually abuse you? War sie eine Vergewaltigerin? Hat sie sie missbraucht? If she didn't, for God's sake, clear her name now. Es ist vielleicht auch noch eine Sache, die wichtig ist. Also eines ist ganz klar, Elizabeth ist auch ein Opfer. Wenn der sexuelle Missbrauch so war, wie sie sagt, und es spricht einiges dafür, nicht nur die Bilder, dann ist sie ein Opfer. Und es ist der eigentliche Skandal dieses ganzen Falls und des Prozesses insbesondere, dass das nicht zum Thema gemacht werden durfte. Die Bilder sind verschwunden, sie durften nicht gezeigt werden und sie sind nicht mehr da. Elizabeth wurde im Gericht mehr oder weniger gezwungen, den Namen ihrer Eltern reinzuwaschen. Also es wurde alles getan, um den Namen der Eltern reinzuwaschen und nicht um herauszufinden, was jetzt wahr ist an diesen Vorwürfen. Das wären ja mildernde Umstände gewesen, wenn ihre Mutter sie jahrelang sexuell missbraucht, der Vater zuschaut. Das wollte keiner hören. What I want you to realize is that Jens acted of his own free will. He had a choice. Ich möchte, dass Sie verstehen, dass Jens selbst entschied, was er tat. Er hatte die Wahl. Er hatte die Wahl. Er hatte eine vierstündige Fahrt. Ich hätte niemals gedacht, dass er meinen Eltern das antun würde. Ich kann es immer noch kaum glauben. Und dann kam ich hierher und dann kam dieser verrückte Skandalprozess mit all den Fernsehkameras. Mein Prozess 1990 war der erste Prozess, wo landesweit aus dem Fernsehen in Virginia hier berichtet wurde. Da waren die ganzen riesigen Satellite Trucks. Welcome to Larry King Live. Ist Elizabeth Haysom eine schöne und intelligente Mörderin oder das Opfer einer pathologischen Beziehung mit einem kaltblütigen Killer? State your name, please, ma'am. Annie Robertson Massey. Nennen Sie bitte Ihren vollen Namen, ma'am. Annie Robertson Massey. Nachbarin und Freundin von Nancy Haysom und Zeugin. Mrs. Massey, I'd like to ask you some questions. Mrs. Massey, ich muss Ihnen ein paar etwas heikle Fragen stellen. Hat Nancy Haysom Ihnen jemals irgendwelche Nacktfotos von Elizabeth Haysom gezeigt? No, Nancy had not. Nein, das hat Nancy nicht. Was there ever an incident at Loose Chippings? Gab es jemals einen Vorfall in Loose Chippings, bei dem Sie Elizabeth Haysom Komplimente über Ihr Aussehen machten und Sie in eine Ihrer Brüste zwickten? Einspruch, Euer Ehren. Have you ever talked to Elizabeth Haysom about? Haben Sie jemals Elizabeth Haysom gefragt, ob sie in der Nacht vom 30. März da war? Nein. No. No. Nein. Ich fragte sie einmal. Einspruch. Question is certainly starting off wrong. I don't know how it would have ended up, but based on the way it started off, I sustain. Die Frage fing zweifellos schon falsch an. Ich weiß nicht, wie sie geendet hätte. Da sie jedoch auf diese Weise angefangen hat, wird dem Einspruch stattgegeben. Ich denke, die Tatsache, dass er nicht von hier war, sie aber schon, spielte eine Rolle. Die Juroren hatten die Wahl zu sagen, diese junge Frau, die direkt bei uns um die Ecke aufgewachsen ist, hat ihre Eltern getötet oder dieser Fremde, den wir nicht kennen. Hat es getan. Es ist schwierig für eine Jury zu entscheiden, dass jemand die eigenen Eltern umgebracht haben soll. Das ist ein Gedanke, den man sich gar nicht erst vorstellen möchte. Die Verteidigung kann ihren Zeugen aufrufen. Hatten Sie vor dem heutigen Tag jemals die Möglichkeit, unter Eid über die Vorfälle jenes Tages auszusagen? Nein, hatte ich nicht. Ich möchte Ihre Aufmerksamkeit auf den besagten Tag lenken. Gingen Sie zum Haus von Derek und Nancy Haysom und töteten Mr. und Mrs. Haysom? Nein. Am 30. März 1985 waren Sie da in Washington, D.C.? Ja, an einem Samstag. Wer war bei Ihnen? In der ersten Hälfte des Tages Elizabeth Haysom. Erinnern Sie sich, wohin Sie gingen und was sie gemacht hat? Sie hatte Schulden bei einer Person, die wir beide kannten, Jim Farmer, von dem sie Drogen kaufte an der University of Virginia. Und sie erzählte mir, dass Jim Farmer sie gebeten hatte, ein Päckchen von jemandem aus Washington abzuholen, um es zurück nach Charlottesville zu fahren. Das war ein anderer Student, den wir beide kannten, dieser Drogendealer. Deshalb müsste sie das Auto haben, unser Mietwagen. Ich dürfe nicht mitkommen, weil ich zu straight
aussehe. Jim Farmers parents also live in Lynchburg. Jim Farmers Eltern lebten auch in Lynchburg. Sie erzählte mir, dass ich die beiden Familien kannte. Ihre Eltern waren sehr besorgt um Elizabeth und dass sie wieder Drogen nimmt, weil sie in der Vergangenheit viele Drogen genommen hatte. Angeblich habe er ihr damit gedroht, dass er sie also bei ihren Eltern verpetzen würde, dass sie dieses Wochenende mit mir in Washington D.C. verbringt. Damals sagte sie, der einzige Weg, wie ich ihr helfen könne, wäre, dass ich als ihr Alibi fungiere. Wenn du mich liebst, tust du das. Ja, ich brauche diese zwei Kinokarten, kaufe sie und ich muss jetzt sofort abfahren. Ich muss dir vertrauen, dass du das tust. Wenn du mich wirklich liebst, dann machst du das für mich. Ja, und ich habe es gemacht. Ich habe die Karten gekauft. I got a call about 10 o'clock Sunday night. Sonntag gegen 22 Uhr, da kam ich einen Anruf. Zur selben Zeit wie Ricky, dass wir nach Charlottesville müssen. Elizabeth und Jens hätten das Land verlassen. Dear Officers Reed and Gardner, ich bin mir sicher, dass Sie bald in die Ermittlungen involviert sein werden bezüglich meines Verschwindens. Ich versuchte Ihnen einige Mühen zu ersparen, indem ich Kopien der Briefe beilege, die ich meiner Familie und Freunden hinterlassen habe. Zweifellos werden Sie ohnehin intensiv in meinen Sachen herumwühlen. Bitte gehen Sie behutsam damit um und geben Sie alles meinen Eltern zurück. Vielleicht wollen Sie sie behalten. Ich nehme an, dass insbesondere Sie, Mr. Gardner, gerade sehr aufgeregt sein dürften. Deshalb tut es mir leid, Sie enttäuschen zu müssen. Bedauerlicherweise für Sie gehe ich wirklich aus dem Grund, den ich im Brief an meine Eltern erläutert habe. Ich schlage vor, dass Sie Ihre Ermittlungen weiterführen wie bisher. Bestimmt werden Sie finden, wen Sie suchen. Was Liz mir über Ihre Ermittlungen in Loose Chippings erzählt hat, da kann ich nur sagen, dass ich zu so etwas nicht fähig bin. Es gibt noch viel zu tun, deshalb verabschiede ich mich jetzt. Versuchen Sie nett zu meinen Eltern zu sein. Sie werden auch ohne Sie eine schwierige Zeit durchleben. Sincerely, Jens Söring. Das Versprechen. Der Fall Jens Söring. Radio- und Podcast-Serie von Karin Steinberger und Markus Vetter. Folge 3. Elternmord. Mit Lilith Stangenberg als Elizabeth Haysom und Julian Greis als Jens Söring. Sowie Mira Patecke, Maja Schöne, Gerhard Garbers, Markus John, Christian Redl, Sebastian Rudolf, Stefan Schad, Wolf-Dietrich Sprenger, Thilo Werner. Musik: Jens-Ole Hürkamp. Technische Realisation: Manuel Gloschewski und Sebastian Ohm. Hospitanz: Mara May. Regie: Iris Drögekamp. Redaktion: Ulrike Thoma. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks mit dem Südwestrundfunk 2018. Ich sagte der Polizei, ich war's. Ich nehme die Schuld auf mich. Und dann kam es ganz anders, also unwahrscheinlich hässlich. Derek W.R. Haysom and his wife Nancy were stabbed to death in their home Monday. Wenn du mich liebst, tust du das. Meine Eltern starben, weil Jens und ich voneinander besessen waren. Und er war eifersüchtig auf alles andere in meinem Leben. Dann kam mir diese Idee, die mein Leben zerstört hat. Is Elizabeth Haysom a beautiful and intelligent murderer or the victim of an obsessive relationship with a cold-blooded killer? Wir können warten, bis wir unser Diplom haben und sie dann hinter uns lassen. Oder wir können sie bald beseitigen. Ich halte mein Versprechen an die Frau, die ich liebe, und rette ihr Leben. Das Versprechen. Der Fall Jens Söring. Radio- und Podcast-Serie von Karin Steinberger und Markus Vetter. Zweifel. This is Global, tell me. Willst du mal erzählen, wie dein Tag anfängt, wie er angefangen hat und wie er jetzt weitergehen wird? Ja, der Tag fängt immer an mit einer Trillerpfeife zur Zählung um etwa 5.45 Uhr.
Um 6.30 Uhr kommen wir aus den Zellen raus, da wird die Tür geöffnet. Dann fängt bei mir der Arbeitstag an. Ich kann hier Mails abschicken von über einen Kiosk im Gemeinschaftssaal. Da muss ich meinen Player einstöpseln, andocken. Dann geht's zum Frühstück. Nach dem Frühstück gehe ich 1 bis 2 Stunden auf den Sportplatz. Dann wird wieder gezählt um etwa 11 Uhr. Dann kommen wir um 12 Uhr aus den Zellen wieder raus. Dann gibt es Mittagessen. Und ich verbringe den Rest des Tages damit, Mails zu schreiben und Briefe und Telefonate. Das dauert dann bis, um 6 Uhr werden wir nochmal gezählt. Um kurz vor 8 höre ich auf zu arbeiten. Dann schaue ich ein bisschen fern, dann werden wir wieder gezählt und dann schlafe ich ein. Wie hält man das aus? Ich meine, ich bin, ich möchte beinahe schon sagen, leider ein sehr resilienter Mensch. Weil ich keine Ausrede habe, nichts zu tun. Wenn ich mal endlich mal so richtig ausflippen könnte und aufgeben könnte, wäre das schon beinahe eine Erleichterung. Denn dann könnte ich die Verantwortung für den Freiheitskampf niederlegen. Aber das kann ich nicht. Denn ich schaffe es ja. Ich schaffe es seit 32 Jahren, schaffe ich es immer. Ich kriege also keine Pause, ich kriege keine Ferien. Ich kann die Verantwortung nicht von mir schieben. Ich muss das machen, denn im Grunde genommen geht es mir psychologisch ganz gut. Ich kann also nicht sagen, oh, es ist alles so schrecklich, ich muss aufgeben. Ich gebe auf. Kann ich nicht machen. Ich muss weiterkämpfen. Ich bin Karin Steinberger, Reporterin der Seite 3 der Süddeutschen Zeitung. Und ich sitze hier zusammen mit Markus Vetter, dem Filmemacher. Wir haben zusammen den Film The Promise, das Versprechen, gemacht und machen jetzt den Podcast zusammen über den Fall Söhring Haysem von NDR und SWR. Ich habe ganz am Anfang dieser Geschichte ganz schrecklich gelogen. Man kann mir gar nicht glauben. Denn das Problem ist ja, dieser Fall ist so verdammt kompliziert. Dieses Verhör wurde mit Jens Söhring am 6. Juni 1986 in der Richmond Police Station in England geführt. Könnte ich, Fahren Sie fort. An diesem Wochenende besprachen wir den Mord. Sie ließen also Elizabeth in Washington zurück. Was war Ihr Ziel? Derek und Nancy Haysem. Haben Sie an die Tür geklopft? Hat man Sie hineingebeten? Können Sie sich daran erinnern, was Nancy Haysem anhatte? Ich glaube, Mrs. Haysem trug Jeans. Wie Sie sicher wissen, haben wir mit Elizabeth gesprochen. Sie sagte uns, dass Sie Ihre Eltern umgebracht hätten. Haben Sie Derek Haysem erstochen? Haben Sie ihn mit einem Messer aufgeschlitzt? Ist das eine schwierige Frage? Ja, sehr. Wollen Sie eine Pause machen? Ja, könnten wir. Sergeant Beaver confronted me in the cell with Jens' statement. Als Sergeant Beaver mich in der Zelle mit Jens' Aussage konfrontierte, he was very careful to tell me, nannte er mir hinter vorgehaltener Hand details einige Details about Jens' statement. Über Jens' Aussage. My response was one of anger that Jens had let ich me war down. Zornig darüber, dass while Jens mich im Stich gelassen hatte, continuing. Während ich weiterhin versuchte, ihn zu decken. Sie waren sauer auf ihn. Also beschlossen Sie, ihn einfach noch tiefer hineinzuziehen? Sie wurden am 14. Mai 1987 zurückgebracht. Erst da wurde Ihnen klar, worum es hier eigentlich geht. Ich verstehe nicht, worauf Sie hinaus wollen. Es geht um Ihre angebliche Hilfsbereitschaft, Miss Haysem.
Als ich hierher kam, dachte ich, sollte ich verurteilt werden für diesen Mord, Jens, dass er auch verurteilt werden müsste und nicht mit einem milderen Urteil davonkommen dürfe. Das Schlimmste ist, dass ich bei ihm blieb und dass ich freiwillig bei ihm blieb und noch so lange weitergemacht habe, selbst als wir in Haft waren, ihn zu lieben und ihn zu brauchen und ihn zu unterstützen und alles zu tun, dass er nicht hierher zurückkommen müsse. Ein bisschen liebte sie ja auch noch so. Und ich dachte, vielleicht liebte sie mich auch noch irgendwie so ein bisschen so. Und dann kam es ganz anders und so unwahrscheinlich hässlich. Did you want him to kill your parents? Yes, I did. Wollten Sie, dass er Ihre Eltern umbringt? Ja, das wollte ich. I was much more concerned, ich war viel besorgter, dass er sie nicht töten würde, als dass er sie tötet, weil... Warum? Die ganze Vorstellung, dass Jens jemanden töten würde, war so fantastisch. Das Ganze war wie ein Traum. Es war bizarr. Und ich war viel besorgter, dass meine Eltern erfahren, dass ich mit Jens in Washington war. Sie hat dann einen Deal gemacht mit dem Staatsanwalt Jim Updike, dass er sie bei dem ersten Parole-Antrag unterstützen würde. Wenn sie dann auch noch gegen mich aussagt, macht er das für sie. Und es war auch damals für sie ein sehr guter Deal. Denn sonst würde sie gebraten im elektrischen Stuhl. Diesen Deal hat sie gemacht, als noch in Virginia 40% aller Antragsteller bei Parole rauskamen. Elizabeth Haysom has told prosecutors she would be willing to testify against Elizabeth Haysom sagte der Staatsanwaltschaft, dass sie bereit sei, gegen ihren Ex-Freund Jens Söring auszusagen. Virginias Staatsanwälte versuchen noch immer, Söring zurück nach Virginia zu holen, um ihn wegen Mordes anzuklagen. Haysom said she would be willing to testify against Jens Söring. Elizabeth Haysom sagte, sie würde gegen Jens Söring aussagen, sollte er jemals nach Bedford zurückgebracht werden. In Bedford, zum jetzigen Zeitpunkt kann das niemand vorhersagen. Ich weiß auch nach 11 Jahren Recherche nicht, wer in dieser Nacht wen umgebracht hat. Ich weiß es nicht. Und jetzt gerade vor ganz kurzem haben sie ihn das 13. Mal abgelehnt. Und das Parole Board ist auch die Institution, die jetzt das Letzte, was er noch probiert, das ist das Pardon. Er will eigentlich nicht nur von der Bewährungskommission freigesprochen werden, sondern er will, dass sie sagen, du bist unschuldig. Weil für ihn alles auf dem Tisch liegt. Und natürlich... Er wurde als Einzeltäter verurteilt. Er alleine, Jens Söring alleine, ist an diesem Tag dahingegangen und hat beide Haysoms brutalst ermordet, mit einem Messer. So wurde er verurteilt. Und jetzt ist Blut von 2 anderen Männern am Tatort? Wie passt das? Ich war telefonisch in Kontakt mit Dr. Howard Haysom, Elizabeths Bruder. Er sagte mir am Telefon, dass er glaube, dass Elizabeth etwas mit dem Mord an ihren Eltern zu tun hat. So we drove to Charlottesville to talk to Elizabeth. Also fuhren wir nach Charlottesville, um mit Elizabeth zu sprechen, in der Polizeiwache der University of Virginia. We were gonna do the good cop, bad cop. Bei diesem Interview beschlossen wir, Good Cop, Bad Cop zu spielen. Sie erklärte uns, sie habe zusammen mit ihrem Freund ein Auto geliehen. Es sind ungefähr 240 Meilen von der University of Virginia in Charlottesville nach Washington, D.C. Ich saß da und dachte, Moment mal, es sind ungefähr 2 Stunden Fahrt von Charlottesville nach Washington, D.C. Sie erzählte uns, dass sie sich verirrt hatten, mehrere Male an diesem Wochenende. Doch, wenn man auf die 29 in Charlottesville fährt, dann ist es praktisch eine schnurgerade Strecke, direkt bis zum Weißen Haus. Also, wie sollte man sich da verirren? Ich werde nie die Nacht vergessen, in der wir Luminol einsetzen. Luminol ist ein Spray. Wenn du auf den Tisch hier blutest und es jemand aufwischen würde, 6 Monate später sprühe ich Luminol drauf. Man sieht ein grünlich-bläuliches Schimmern. Ich fuhr nach Charlottesville und besprühte den Innenraum des Autos mit Luminol. Die Fußmatte, das Bremspedal, das Gaspedal, überall, wo Blut hätte sein können. Und ich habe nie die kleinste Reaktion bekommen. Wenn es so viel Blut gegeben haben soll, warum habe ich dann nichts gefunden?
Miss Haysom? Miss Haysom. Sie gingen dorthin, um Blut zu entfernen, nicht wahr? Sie gingen zum Haus, um Blut aufzuwischen. Ich habe niemals Blut im Haus aufgewischt. Professionelle Reinigungskräfte wischten das Blut auf. Es ist doch so, Miss Haysom, dass Sie darauf bestanden, ins Haus zurückzugehen, um selbst zu putzen. Das stimmt nicht, Wenn Ihr Bruder Howard Haysom sagt, dass dies in der Tat der Fall war, würden Sie ihm widersprechen? Ja, würde ich. Achten Sie dort auch die Äußerung, als Sie am Kamin putzten und die einer Ihrer Freunde hörte: Das hier ist Papas Gehirn, ich wische gerade Papas Gehirn auf. Das ist ziemlich ungenau. Es war nicht am Kamin, es war an der Tür. Es interessiert mich nicht, wo es war. Es interessiert mich, was... Nun, wir sollten hier doch genau sein in dem, was geschehen ist. Danke, dennoch machten Sie diese Aussage. Was ich sagte und was passiert ist. Ich habe geputzt und da klebten einige Haare vom Kopf meines Vaters an der Tür. Und ich musste mich übergeben. Mai 85 haben sich die Geschwister von Elizabeth zusammengefunden, um das Haus zu säubern, um es zu verkaufen. Und dabei wurde Elizabeth beobachtet von der besten Freundin ihrer Mutter, das ist Annie Massey, wie sie ihren Schuh auszieht und ihren Fuß mit dem blutigen Sockenabdruck am Tatort vergleicht. Und das hat die Annie Massey der Polizei gemeldet. Es wurde Blut von 4 Blutgruppen A, AB, Blutgruppe 0 und Blutgruppe B gefunden. Miss Haysom hat AB, Mr. Haysom hat A, Elizabeth hat die sehr seltene Blutgruppe B und Jens hat die sehr häufige Blutgruppe 0. Nun hat man also, weil man damals ja noch keine DNA-Analyse hatte, gesagt, okay, Blutgruppe 0, das ist auch ein Beweis dafür, dass Jens Söhring vor Ort war, weil eines ist klar, ein Mord mit Messer ist sehr brutal und Haysom war ein sehr kräftiger, gesunder Mann. Also der hat sich sicher gewehrt oder kann sich wehren. Also es ist sehr wahrscheinlich, dass sich der oder die Mörder verletzt haben, selber auch. Und es ist ja auch Blut von 4 Leuten am Tatort. Und das sind halt jetzt die neuen Erkenntnisse, dass man jetzt das erste Mal diesen Bluttest von 1985 und den DNA-Test, der 2009 kam, nebeneinander gelegt hat. Und jetzt ist ganz klar, dass die Blutgruppe 0 zu einem anderen Mann gehört wie Jens Söhring. Also wir haben 2 Blutspuren am Tatort, die von Männern sind, die nicht Jens Söhring sind. Aber darf ich jetzt mal fragen, also diese DNA-Analyse, wann wurde die zum ersten Mal gemacht? 2009 wurde die DNA-Analyse gemacht. Das wäre die letzte Möglichkeit für Jens gewesen, vor Gericht zu gehen, weil es neue Beweismittel waren. Das hat er nicht gemacht, ist er nicht vor Gericht gegangen. Es ist aber auch wusste sehr man damals schon, dass das von 2 verschiedenen männlichen... Ja, das hättest du, wenn du den Bluttest neben den DNA-Test gelegt hättest, was Jens Söhring und sein Anwalt eben jetzt erst vor einem Jahr gemacht haben und das herausgefunden haben, hätte man es wissen können. Es ist auch übrigens gut möglich, dass die Behörden das gemacht haben und dass sie es wussten, nur nicht gesagt haben. Nur seine Anwälte haben es nicht gemacht damals. Das ist doch sträflich. Hello, my name is Dave Watts and I'm trying to get a hold of Mr. James Farmer. Ich versuche Mr. James Farmer zu erreichen. You say your son is ill. Do you know how I can reach him? Der Sohn ist krank. Wissen Sie, wie ich ihn erreichen kann? Right. You're a judge. We're in Bedford. Sie sind Richter. Wo in Bedford? What I want to do is talk with him to see what his relationship was with this girl, Elizabeth. Ich würde gerne mit ihm reden, um zu verstehen, wie seine Beziehung zu diesem Mädchen Elizabeth war. Wissen Sie, wovon ich spreche, oder? Jens Söhring testified. Jens Söhring sagte aus, dass Elizabeth Jim an diesem Abend treffen wollte. I think that was part of her alibi. That's your. Okay. All right. Is there any way that I'd be able to talk with your son? Gibt es irgendeine Möglichkeit, wie ich mit Ihrem Sohn sprechen kann? We knew that Elizabeth had gotten a ride home with Wir wussten, dass Elizabeth von ihm nach Hause gefahren wurde. Aber an dem Wochenende, an dem sie ermordet wurden, wurde Jim Farmer nie erwähnt. In keinem Szenario. Bis zu Jens Söhrings Prozess 5 Jahre später.
Wie hätten wir ihn etwas fragen können, was wir damals gar nicht wissen konnten? Ich meine, das ist hätte, könnte, sollte im Nachhinein. Jim Farmer, Jerome, when did... Come on, I mean... After the film was over, what did you do? Nachdem der Film vorüber war, was taten Sie? Ich nahm ein Taxi zurück ins Hotel, löste einen Scheck an der Hotelrezeption ein und verwendete die Kreditkarte als Garantie. Unterschrieben Sie dafür? Darum ging es ja. Was taten Sie noch im Marriott? Ich ging hoch aufs Zimmer, schaute fern. Ich wartete. Es war so um 21 Uhr, als ich den Zimmerservice bestellte. Krabbencocktail und zwei Getränke, alkoholfrei. Dann bin ich um 10.15 Uhr in Stranger Than Paradise gegangen und Mitternacht zur Rocky Horror Picture Show. Ich habe mir diese Filme angesehen und ärgerte mich die ganze Zeit, dass ich das gemacht hatte. Ja? Denn ich wusste, dass irgendwas nicht stimmt. Als Sie zurück ins Hotel gingen, war sie da? Nein, war sie nicht. Es war gegen 2 Uhr nachts, glaube ich. Sie kam zu unserem Zimmer, klopfte, stürmte an mir vorbei. Sie fing an, dieselben Sachen immer und immer wieder zu wiederholen. Ich habe meine Eltern getötet. Das war nicht ich. Es waren die Drogen, die mich dazu gebracht haben. Du musst mir helfen. Wenn du mir nicht hilfst, bringen sie mich um. Du hast doch die Karten, du musst mein Alibi sein. Und da habe ich ihr gesagt, das glaubt uns niemand. Dann kam mir diese Idee, die mein Leben zerstört hat. Ich musste sie beschützen. Ich konnte sie nicht ausliefern. Am 4. Oktober 1986 sagten Sie aus, dass Sie plötzlich wütend wurden, dass Sie aufstanden, Mr. Haysom Sie in die Ecke stieß und Sie sich den Kopf anschlugen. Das habe ich hier gesagt, ja. Dass Sie sich ein Messer nahmen und Mr. Haysom von hinten angriffen. Und dass Sie ihm von links nach rechts die Kehle durchschnitten. Das sagten Sie aus? In diesem Geständnis sind sehr, sehr viele Fakten falsch. Die Leichen liegen am falschen Platz. Jens sagt, die Mutter trug eine Jeans, sie trug das Nachtgewand, was einem ja dann doch auffallen würde, weil man die ja gar nicht kannte und wie ein sehr berühmter Polizist und Experte für falsche Geständnisse sagte, das ist etwas, was man erinnert, vor allen Dingen, wenn man davor niemanden umgebracht hat und danach niemanden umgebracht hat, also eine Szene, die doch dann relativ lebensprägend ist, da erinnert man sich, was die Frau, die man dann ja auch laut Geständnis im Arm gehalten hat, anhatte. Außerdem passt der Tatort leider überhaupt nicht zum Geständnis an der Stelle, wo Jens gesagt hat, dass er dem Mr. Haysom die Kehle durchgeschnitten hat, ist so gut wie kein Blut. Noch dazu ist es einfach so, dass jemanden die Kehle durchschneiden Arbeit ist, etwas, was man lernen muss. Das ist überhaupt nicht einfach. Oh. Hello. Gail David. Was hast du herausgefunden? Farmer is deceased. Farmer ist gestorben. Oh mein Gott. Actually, 2 weeks ago. Er starb vor 2 Wochen. Wenn er in die Sache verwickelt war, hat er es mit ins Grab genommen. Wie kann es sein, dass nie ein Ermittler mit ihm gesprochen hat? Und Ihr Ziel hier ist es, ist die Wahrheit zu sagen, die Geschworenen zu überzeugen, dass sie nichts getan haben, stimmt's? Das ist die Wahrheit. Sie sind fähig, das zu tun, richtig? Die Wahrheit zu sagen. Wenn Sie fähig sind, zu lügen, um sich zu schützen, dann sind Sie sicher auch fähig, diese Menschen zu belügen, um die Anklagen abzuwehren. Aber das tue ich. Sind Sie nicht fähig, das zu tun? Theoretisch. Denn in dem einen Fall lüge ich, um Elizabeth zu schützen, und hier erzähle ich nur, was passiert ist. Denn jetzt können Sie Elizabeth nichts mehr antun. Ist das eine intellektuelle Herausforderung für Sie? Nein. Ich verstehe einfach nicht, Sir, warum Sie da oben sitzen, unter diesen Umständen, angeklagt wegen Mordes und noch lachen. Ich lache nicht. Haben Sie nicht gerade eben gelacht? Ich habe gelächelt, weil Sie versuchen, die Geschworenen irre zu führen.
With reference to item 11B, betreffend Beweisstück 11B, einer Haarprobe aus dem Waschbecken des Badezimmers. Hatten Sie die Möglichkeit, diese mit einer Haarprobe des Angeklagten zu vergleichen? Ja, Sir, hatte ich. Das untersuchte Haar war nicht identisch mit der eingereichten Haarprobe von Jens Söring. No, Sir. Der Zeuge kann gehen. Am Tatort gibt es Fingerabdrücke, eine Blutspur und Haare und vermutlich auch noch Schuhabdrücke, die dem Mittäter von Elizabeth gehören. Das alles passt nicht auf mich. Ja, es ist also nicht ich. Der einzige Grund, warum die mich dann schuldig gefunden haben, war nur dieser Sockenabdruck, der angeblich meiner sei, wo der Staatsanwalt gesagt hat, der passt wie ein Handschuh. Mr. Howard, if you would designate Mr. Howard, würden Sie dieses Beweisstück für uns einordnen? Als ich die Form dieses Fußes LR3 mit dem Fußabdruck von Jens Söring verglich, konnte ich nicht ausschließen, dass dieser Fuß diesen Abdruck nicht gemacht haben könnte. Well, in the first place, this zunächst man einmal was not war dieser Mann kein Experte für Fuß- oder Sockenabdrücke. Er war Experte für Reifenabdrücke. Und man hätte ihm niemals erlauben dürfen, eine Meinung abzugeben. The footprint basically is what, besides die Fußabdrücke in seinem Geständnis brachten ihn dahin, wo er jetzt ist. Sweetie Pie, ich kann es nicht erwarten, dich ganz für mich allein zu haben. Ich möchte auf deinem Schoß sitzen und deinen Finger spüren. Die Ekligkeit unserer Vergangenheit könnte zu groß sein, um sie zu verdrängen. Aber du wirst das Erlebte vergessen, weil du einen guten Fick möchtest und ein zweistündiges Lecken von dem Typen, der dich liebt. Du bist in einer schrecklichen Lage, schlimmer als meine. Lass mich ein paar Dinge klarstellen. Zerstöre alle schriftlichen Beweise von Bedford. Vernichte alles. Das ist alles, wofür ich Zeit habe, Liebste. Always trust me. Always love me. Das Versprechen. Der Fall Jens Söring. Radio- und Podcast-Serie von Karin Steinberger und Markus Vetter. Folge 4. Zweifel. Mit Lilith Stangenberg als Elizabeth Haysom und Julian Greis als Jens Söring. Sowie Mira Partecke, Maja Schöne, Peter Franke, Ben Hecker, Markus John, Christian Redl, Sebastian Rudolph, Stefan Schad, Wolf-Dietrich Sprenger, Michael Weber, Thilo Werner. Musik Jens Ole Hürkamp. Technische Realisation Manuel Gluschewski und Sebastian Ohm. Hospitanz Mara May. Regie Iris Drögekamp. Redaktion Ulrike Thoma. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks mit dem Südwestrundfunk 2018. Ich sag der Polizei, ich war's. Ich nehme die Schuld auf mich. Und dann kam es ganz anders, also unwahrscheinlich hässlich. Derek W.R. Haysom and his wife Nancy were stabbed to death in their home Monday. Wenn du mich liebst, tust du das. My parents died. Meine Eltern starben, weil Jens und ich voneinander besessen waren. Und er war eifersüchtig auf alles andere in meinem Leben. Dann kam mir diese Idee, die mein Leben zerstört hat. Is Elizabeth Haysom a beautiful and intelligent murderer or the victim of an obsessive relationship with a cold-blooded killer? Wir können warten, bis wir unser Diplom haben und sie dann hinter uns lassen. Oder wir können sie bald beseitigen. Ich halte mein Versprechen an die Frau, die ich liebe, und rette ihr Leben. Das Versprechen. Der Fall Jens Söring. Radio- und Podcast-Serie von Karin Steinberger und Markus Vetter. Hoffnung.
Hallo Karin. Freue mich, dich wiederzuhören. Sag mal, wie ist es denn mit der Hoffnung? Kann man ohne Hoffnung im Gefängnis überleben? Kann man mit Hoffnung im Gefängnis überleben? Ja, man muss sehr vorsichtig mit der Hoffnung umgehen. Nicht zu viel und nicht zu wenig. Wo stehst du denn gerade? Momentan habe ich Probleme mit der Hoffnung. Es sieht momentan sehr, sehr düster aus. Ich sehe ziemlich schwarz. Ich glaube, der Sport hilft mir sehr. Wie gesagt, ich treibe fanatisch Sport. Wirklich fanatisch. Ich glaube, das hilft mir sehr, damit fertig zu werden, Stress abzubauen. So, und jetzt werden wir hier bald eingesperrt. Das war Lock Up for Count. Ich weiß nicht, ob du das gehört hast. Ja. Hast du das gehört? Was heißt das? Was bedeutet das? Das ist eine dieser Zählungen. Ja, das ist jetzt 10:10. Wir werden jetzt bald alle eingeschlossen. Und dann kommen die Wächter rum und zählen uns. Dann müssen wir eben aufstehen und zeigen, dass wir noch leben. Und ja. Das heißt, du musst jetzt auch in deine Zelle gehen? Naja, also es ist, wie gesagt, es gibt so wenig Wachpersonal. Das machen wir mehr oder weniger freiwillig, wenn wir wollen. wir können alle noch ein paar Minuten sprechen, aber es ist jetzt sehr bald Zeit, hier Schluss zu machen. Mein Name ist Karin Steinberger, ich bin Reporterin der Seite 3 der Süddeutschen Zeitung und hatte eine Geschichte über Jugendliche in Gefängnissen geschrieben, daraufhin einen Brief bekommen von einem Pfarrer, der einen Mann in einem Gefängnis in Amerika kannte, und er fragte, haben Sie jemals von diesem Jens Söring gehört? Und ich hatte nicht von ihm gehört, noch niemand hatte von ihm gehört. Und dann bin ich 2005 das erste Mal zu ihm gefahren. Mein Name ist Markus Vetter und ich habe mit der Karin einen Film über Hunger gemacht. Und da sind wir auf der ganzen Welt gewesen und immer wieder tauchte dieser Name Jens Söring auf, weil sie von ihm erzählt hat, von jemandem, der eine tragische Geschichte hat, weil er schon so lange im Gefängnis sitzt. Yes, ma'am. This is Chuck Reed. Chuck Reed, ehemaliger Ermittler des Bedford County Sheriff's Department. I'm trying to contact a former agent of you all's, Ed Salzberg. Ich versuche einen Ihrer ehemaligen Agenten zu kontaktieren. Ed Salzberg. Er erstellte ein Täterprofil für mich in einem Mordfall. Uh-huh. I got a phone call from the sheriff in Bedford County. Ich bekam einen Anruf vom Sheriff in Bedford County. And the different sheriffs und die unterschiedlichen Sheriffs und Polizeichefs des Staates Virginia kannten mich und wussten, dass ich ein Profiler war. Ed Salzbach, pensionierter FBI-Profiler. And I drove out to Bedford County. My mission was to study the crime and come up with. Meine Aufgabe war es, das Verbrechen zu untersuchen, um mögliche Verdächtige zu präsentieren. And Mrs. Haysom is wearing her nightgown with und a Mrs. robe. Haysom trug ihr Nachthemd und einen Morgenmantel. Mrs. Haysom would never und ich dachte, dass Mrs. Haysom niemals Fremde in so einer Garderobe empfangen würde. Wer könnte ihr so nahe stehen, dass sie dazu bereit wäre, diese Person im Nachthemd zu empfangen? Ich tippte auf ihre Tochter. Denn Mrs. Haysom war eine sehr vornehme Frau. Und ich kam ziemlich schnell zu dem Schluss, dass es jemand war, den sie sehr gut kannten. Du und ein anderer Agent, ihr habt doch ein psychologisches Profil für uns erstellt. Dave, das ist der Brief vom Bedford County Sheriff's Department. Gail Ball, Anwältin von Jens Söring. In reference to the FBI criminal profile, bezüglich des Täterprofils des FBIs, beteuert Major Ricky Gardner, es wurde nie ein Täterprofil erstellt. Und das Ganze mit offiziellem Briefkopf. Hallo? Hi, man.
Ricky. How you doing? Ricky, wie geht's dir? Chuck, wir haben Ihnen ein FBI-Profil erstellt. Doch, haben wir. Yeah, we did. Nein, stimmt nicht. It was Ed Salzberg and another special agent. See, that's how I got to know Ed. Es war Ed Salzberg und ein anderer Spezialagent. Chuck Reed absolutely misspoke when he said there was ever any profile. Chuck Reed hat das verdreht. There was never a profile done. In diesem Fall wurde niemals ein Profil erstellt. Now, I don't know how he, nobody ever wrote anything down. Niemand brachte jemals etwas zu Papier. Chuck, wenn wir so etwas erstellt hätten, wären das entlastende Beweise gewesen. Be honest with me, I have a copy. Um ehrlich zu sein, ich habe eine Kopie von einigen alten Berichten. Aber offensichtlich wurde dort nichts erwähnt von einem. The profile. Täterprofil? Ja, dass ein Täterprofil erstellt wurde. Yeah, dort steht, Spezialagent Ed Salzberg erstellte ein psychologisches Profil. The psychological profile and came back to a female acquaintance. Er schloss auf eine weibliche Person, eine Bekannte und einiges mehr. Glaubst du, die haben noch ein Exemplar? Yeah, I know they have. Ja, haben sie. The FBI never throws anything away. Das FBI wirft niemals etwas weg. It's somewhere. Es ist irgendwo, in den Untiefen des FBI. Dass dieses Profil verschwunden ist, ein FBI-Profil, wo einer der angesehensten Profiler des FBI zu dem sagt, okay, nach Besichtigung des Tatorts, es handelt sich hierbei um einen sehr nahen Bekannten, Verwandten der Familie und es ist eine hochemotionale Tat. Und er sagt, es war die Tochter. Dieses Profil verschwindet. Es verschwindet einfach. Es ist bis heute nicht Fotos aufzufinden. Und wir haben ja Ed Salzbach ausfindig gemacht und er hat uns ja in die Kamera gesagt, dass er es geschrieben hat und den Tatort besehen hat und zu diesem Schluss kam. Also, dass dieses Profil weg ist, wo er da noch gesagt hat, das FBI verliert nichts, ist schon ein größerer Skandal. Und eigentlich müsste sowas auch juristische Folgen haben. A couple of years ago, a guy in Lynchburg said that they brought a car for him to clean up. Vor einigen Jahren sagte ein Mann aus Lynchburg, man hätte ihm ein Auto zur Reinigung gebracht. Es wäre Blut drin gewesen. Er sagte, dass Elizabeth und jemand anderes, nicht Jens Söring, dieses Auto zu seiner Werkstatt gebracht hätten, um es von Blut zu säubern. Und dann stellt sich Jahrzehnte später heraus, dass diese andere Person ist in dieser Geschichte. Und es meldet sich ein Zeuge, der diesen anderen Menschen gesehen hat. Diese Person, von der sie mir nie was gesagt hat, die aber offensichtlich existiert und von anderen Menschen sogar gesehen wurde. Und ich meine, es gibt, das wusste ich nicht. Es ist also so, dass ich meine eigene Vergangenheit nicht kenne. Ich kenne mein eigenes Leben nicht. The car was in my parking lot. Some college kids had it towed. Apparently das Auto there was stunk or whatever. Right. Ein paar Studenten hatten es gebracht. Anscheinend waren sie stecken geblieben oder so. Tony Buchanan, ein Zeuge, der nie offiziell verhört wurde. This is the girl, far as soweit I'm ich mich erinnere, ist das Mädchen, das im Laden war. Sie saßen direkt vor mir, mindestens 30 Minuten lang. The guy who signed, der Typ, der unterschrieb, seine Haare hatten so eine Tolle. Funny. Seine Haare waren komisch. This is the guy I'm thinking was in the shop. He got some kind of doo-doo in his hair there. Er hatte irgendeinen Mist in seinem Haar, als ob er 6 Dosen Haarspray verwendet hätte, sodass sie standen, so hoch standen. Das ist der einzige Mensch, der sagen kann, die Elizabeth war da. Ja, also bei all diesen Leuten, Tony Buchanan, kann man eines sagen, wer sich da rausstellt und für jetzt Söring spricht, ist ein mutiger Mann in Virginia. Der wurde auch wirklich in der Luft zerrissen. Der sei ein durchgeknallter Vietnam-Veteran und so weiter. Dear Mr. You may be aware that a witness, Tony Buchanan, was shown a picture of you and he recognized you. Lieber Mr. B., Sie wissen vielleicht, dass einem Zeugen, Tony Buchanan, ein Foto von Ihnen gezeigt wurde und er erkannte Sie als die Person, die ein Auto abholte, in dem ein blutiges Messer lag, direkt unter dem Vordersitz. Jim Farmer, Ned and Jim Elizabeth Farmer, Ned B. und Elizabeth waren im selben Club an der University of Virginia. Er nannte sich Gay Club. Friends, and they had und sie hatten ähnliche Interessen im Leben und bei ihren Aktivitäten. It was after hunting season. The knife was down between the console and the seat. Ein Messer lag zwischen der Konsole und dem Sitz. Then the blood was das here on the floor. Auf der Fußmatte.
Ich dachte zuerst, es wäre von einem Reh. But very few people had a deer in the floorboard of the driver's side of the car either. Nur wenige Leute legen ein Reh auf die Fußmatte der Fahrerseite eines Autos. Yes, well, ja, stimmt. You know what I'm saying? Well, yeah. Sie verstehen, was ich meine. Later on that year, the police department had a picture in the paper. They said this is the guy supposed to did the murder. Später in diesem Jahr hatte die Polizei ein Bild in der Zeitung. Sie sagten, das wäre der Typ, der angeblich den Mord begangen hat. I said, this ain't the guy that came by the shop. I said, I think somebody else is involved in this murder. Ich sagte, das ist nicht der Typ, der im Laden war. Ich sagte, ich glaube, jemand anderes ist in diesen Mord verwickelt. So I called Gardner. I said, ich rief also Gardner an und sagte, I think somebody ich glaube, else jemand is involved, anderes ist in den Mord verwickelt. Und man sollte das herausfinden. Right. Yeah. He was just trying to brush me off. Er versuchte, mich nur abzuwimmeln. I never talked to Tony Buchanan. Ich habe nie mit Tony Buchanan gesprochen. Ein Messer in einem Fahrzeug und Blut überall, das macht überhaupt keinen Sinn. He's lying. Es ist nicht passiert. Es gab nie ein anderes Auto als diesen Mietwagen, über den gesprochen wurde. This information that you're giving out, if nobody follows up on it, we possibly still have a murder suspect. Gibt es vielleicht immer noch einen Tatverdächtigen, der frei herumläuft? I don't know what Buchanan's motivation is. I don't know if he's trying to get his 5 minutes of fame or whatever. Ich weiß nicht, was Buchanans Motivation ist. Vielleicht braucht er seine 5 Minuten Berühmtheit. There's always two sides to a story, and you can't. Es gibt immer zwei Seiten einer Geschichte und man darf diese Geschichte nicht voreingenommen betrachten und sagen, so ist es gewesen. Ein Urteil muss über jeden Zweifel erhaben sein. Ich sehe nicht, wo hier etwas über jeden Zweifel erhaben sein soll. So much of the case depends on whether jurors believe Jens Söring's story or Elizabeth Haysom. Ein Großteil des Falls hängt davon ab, ob die Geschworenen Jens Söring glauben oder Elizabeth Haysom. Attorneys for both sides will get one final chance to sway the jury in closing arguments tomorrow. Die Geschworenen beim Schlussplädoyer morgen umzustimmen. Alles weitere liegt in deren Händen. Ich wurde von den Eltern meines Mandanten gebeten, eine Stellungnahme ihrer Stadt vorzulesen. Sie können heute nicht hier sein. Es ist schwer zu glauben, dass unser Sohn ein solch brutales Verbrechen begangen haben könnte. Wir wissen, dass Jens Elizabeth Haysom sehr geliebt hat und er war blind für ihre offensichtlichen Lügengeschichten. Trotz der innigen Liebe unseres Sohnes zu Elizabeth glauben wir nicht, dass Jens Elizabeths Eltern umgebracht hat. Wir haben auch einige Fragen bezüglich des Verfahrens. Warum hat sich Richter Sweeney nicht von Jens' Fall zurückgezogen, als öffentlich wurde, dass er 40 Jahre lang ein Freund von Mrs. Haysoms Bruder war? Danke, Mr. Neaton. I would only say, in my own defense, zu meiner eigenen Verteidigung kann ich nur sagen, viele Menschen haben diesen Fall beobachtet. Wenn sie das Gefühl haben, dass der Prozess, den ich geleitet habe, unfair geleitet wurde, aufgrund irgendeiner Beziehung mit einer der Streitparteien, keiner engen Beziehung, dann soll es so sein. Die deutsche Bundesregierung wirbt mit Nachdruck für eine Bewährung und die anschließende Ausweisung von Mr. Söring. Söring hat eine sehr gute Führung gezeigt, ohne jegliche Verletzungen der Haftordnung. Söring war nie gewalttätig bis zu seiner Verhaftung. Deutschland ist bereit, Mr. Söring wieder aufzunehmen, unverzüglich und ohne jegliche Vorbedingungen. And we know that Virginians believe in mercy. Und wir wissen, dass die Menschen in Virginia an Gnade glauben. And we think that the time has come to have mercy with Jens Söring. Und wir glauben, dass die Zeit gekommen ist, Gnade mit Jens Söring zu haben. It's cold-blooded, calculated. Er ist kaltblütig, berechnet, niederträchtig und abscheulich. Dieser Mann geht in den Zeugenstand, mehrfach des vorsätzlichen Mordes angeklagt. Redet darüber, versucht seine kleine Show abzuziehen und lacht auch noch darüber. Kaltblütig. I say to you that there is stronger evidence at the scene of the crime that suggests that Elizabeth Haysom was there. Ich sage Ihnen, es gibt stärkere Beweise am Tatort, die vermuten lassen, dass Elizabeth Haysom dort war und dass ein Komplize dabei war, der immer noch in Bedford County ist oder irgendwo anders in den Vereinigten Staaten. Jens Söring, would you stand? Jens Söring, erheben Sie sich. Sie haben das Wort. I'm innocent. Ich bin unschuldig.
In accordance with the jury verdict, the court sentences you to life imprisonment in each of the two cases. Entsprechend dem Urteil der Geschworenen verurteilt sie dieses Gericht zu lebenslanger Haft in beiden Fällen. The sentences are to run consecutively and not concurrently. Die Strafen sind nacheinander und nicht gleichzeitig zu verbüßen. That's all. Das ist alles. Accused is remanded to jail. Der Angeklagte geht zurück ins Gefängnis. Teuern Sie immer noch Ihre Unschuld? Die ersten Jahre hier waren sehr hart, weil ich so jung war und weiß, obere Mittelschicht. Der Mensch, für den man sein Leben opfert, und das habe ich ja getan, ist sehr schwer, diesen Menschen zu hassen. Ich meine, das ist die einzige Frau, mit der ich jemals geschlafen habe. Das merkt man schon. Das wird mit der Zeit immer schwerer. Man würde denken, es würde leichter werden. Es tut es aber nicht. Es wird mit der Zeit schwerer, weil man sich immer weiter entfernt vom Leben, was man hatte und dem Leben, das man gehabt haben könnte. Es ist für mich momentan psychologisch ein bisschen schwierig, mit der Hoffnungslosigkeit fertig zu werden. She's been turned down for parole 15 times. Ihr Bewährungsgesuch wurde 15 Mal abgelehnt. She has mandatory parole in 2032. She'll be 68 years old. Sie wird frühestens 2032 auf Bewährung entlassen werden können. Dann wird sie 68 Jahre alt sein. And remember how young they were when they were. Und man bedenke, wie jung sie waren, als sie zusammen gewesen sind. They're both middle-aged. Jetzt sind sie beide mittleren Alters. Jens Søring is still clinging to hope that he's going to find something that will set him free. Dass er etwas finden wird, etwas, das ihn befreien könnte. Als diese ganze Sache mit den DNS-Tests rauskam, dass da DNS-Spuren von einer anderen Person waren, da schwenkte die Berichterstattung. Vier verschiedene Fernsehsender waren auf meiner Seite aufgrund der DNS-Tests, der nicht von mir stammt. Und es schien also so einen Meinungsumschwung zu geben hier in Virginia. Because he felt they were going to pick him up, weil er dachte, throw him in a car and take him to the airport and deport him. And it was the happiest I'd ever seen. Ich habe ihn noch nie so glücklich gesehen. Ich kann mich noch ganz genau erinnern. Ich wurde ins Büro gerufen und da haben wir darüber gesprochen, was ich in Deutschland machen würde. Ich dachte, es wäre eine gute Idee, wenn ich mit meiner Vergangenheit Alarmanlagen verkaufen könnte. Wer weiß besser, wie man Einbrüche verhindert, als jemand, der 25 Jahre im härtesten Knast der Welt verbracht hat? Ich bin Ihr Expert für Alarmanlagen. Kaufen Sie bei mir. In the middle over there we have Chuck Reed, who was a senior investigator and one of the original investigators with Bedford County. Am 9. April 2018 findet eine Pressekonferenz in Charlottesville, USA statt, einberufen von County Sheriff Chip Harding, bei der auch der ehemalige FBI-Agent Stanley LePakis auftritt. Auf dem Podium sind außerdem Chuck Reed, Albemarle County Sheriff Chip Harding und ein ehemaliger Detective aus Charlottesville, Richard L. Hudson. Alle setzen sich für eine Freilassung von Jens Søring ein. In der PK geht es außerdem um die neuen DNS-Erkenntnisse und die Tatsache, dass das Blut von zwei bislang unbekannten Männern am Tatort identifiziert wurde. Und es geht um die Fehler, die Jens gemacht hat. Dass er keine Fingerabdrücke abgab und ein falsches Geständnis ablegte. Something, sir, can be very clear, and I want to emphasize this: there was a profile done. All righty. Well, thanks for coming. And again, if you're, unless you own the distribution list, if you want me to email you the Dropbox, it's got all the documents and it's got the video and audio clips. Get with me, so I can get your email address. And thanks for coming. Also wir hatten da grundsätzlich auch eine Aufteilung. Also Karin ist ja sowieso mit Jens befreundet. Nein, ich bin Journalistin. Ich aber okay, berichte andersrum über gesagt. Ihn. Ich bin eben nicht mit ihm befreundet. Also ich bin nah an ihm dran. Das ja, weil er mir über viele, viele Jahre unzählige Briefe geschrieben hat und man das Gefühl hat, man ist mit einem Menschen Wege gegangen, die man mit vielen sehr nahen Freunden nicht gegangen ist. Weil es ja immer gleich essentiell ist, ja. Wenn er mir schreibt über seinen Selbstmord und dass er, oder in einem Interview sagt, dass er
natürlich waren sich viele jetzt über Selbstmord nachdenkt, nachdem die Haftüberstellung nicht funktioniert hat, aber er es nicht macht, weil er Angst davor hat, dass es nicht funktioniert, dass er überlebt. Das sind Dinge, die natürlich eine Nähe haben. Aber das ist wahnsinnig wichtig. Ich gehe da immer komplett journalistisch dran. Ich sage auch nie, dass er unschuldig ist, weil ich es nicht weiß. Ich weiß nicht, was in dieser Nacht passiert ist. Ich war nicht dabei. Das wissen wirklich nur die, die dort waren. Aber darum geht's ja auch gar nicht. Für mich geht es nicht darum. Für mich ging es nicht darum, zu beweisen, Jens ist schuldig oder nicht schuldig. Für mich ging es darum, zu sagen, sitzt hier ein Mann zu Recht und gibt es Zweifel an diesem Urteil und hat so jemand vielleicht auch eine zweite Chance verdient? Ich habe mit Jens, ich weiß nicht mal seine E-Mail-Adresse, ich habe mit Jens gar keinen Kontakt, sondern ich erfahre alles über Karin, weil das wäre für mich schwierig gewesen. 29. Januar 2016. Brief von Jens Söhring an Karin Steinberger. Gegen diese Leute zu kämpfen, ist die einzige Identität, die ich noch habe. Ohne das wäre ich einer von 2,3 Millionen. Vergessen, ignoriert, ungeliebt. Aber indem ich weiterkämpfe, bleibe ich lebendig. Mein Leben hat noch einen Sinn. Ich glaube, ich erfülle eine wertvolle soziale Funktion. Ich bin der Kanarienvogel in der Kohlengrube. Das hätte ich mir nicht ausgesucht als meine Lebensaufgabe, aber ich mache es jetzt halt. Und ich versuche es gut zu machen. All the best, Jens. Jens, gibt es Dinge, von denen du träumst, Dinge, die du noch machen willst, die du haben willst? Ja. Ich hätte sehr, sehr gerne Kinder gehabt. Ich hätte mich sehr gerne nochmal, also im Grunde genommen, mehr oder weniger zum ersten Mal, verliebt und in eine Frau, die keine Psychopathin ist. Und hätte sehr gerne Kinder gehabt, ja. Das ist ein sehr großer Wunsch von mir. Die Familie. Das ist die Familie, die du immer träumt hast, richtig? Ich kann dich leider nicht hören. Die Familie, die du dir erträumt hast, obwohl du so schlechte Erfahrungen mit Familie hast. Ich kann dich kaum hören und es wird jetzt eingeschlossen für die Zählung. Haben wir genug? Ja. Tschüss. Ciao. Ciao, Jens. Tschüss. Ciao, ciao. Das Versprechen. Der Fall Jens Söhring. Radio- und Podcast-Serie von Karin Steinberger und Markus Vetter. Folge 5. Hoffnung. Mit Julian Greis als Jens Söhring. Sowie Mira Partikel, Maja Schöne, Achim Buch, Peter Franke, Markus John, Christian Redl, Sebastian Rudolph, Stefan Schad, Wolf-Dietrich Sprenger, Michael Weber, Thilo Werner, Michael Wittenborn. Musik: Jens Ole Hürkamp. Technische Realisation: Manuel Gloschewski und Sebastian Ohm. Hospitanz: Mara May. Regie: Iris Drögekamp. Redaktion: Ulrike Thoma. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks mit dem Südwestrundfunk 2018.